Zum nächsten Thema, nämlich der Datenschutzgrundverordnung, und da gebe ich das Wort an den Herrn Borowski. Vielen herzlichen Dank, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Alfons Borowski. Der Esel fängt bei sich selbst an. Ich wollte eigentlich zuerst die Agenda besprechen, und da bin ich drauf gekommen, dass ich mir noch nicht vorgestellt habe, hole ich gleich nach. Wir werden es ein bisschen anpassen. Es ist nämlich so, dass der technische Part ist relativ überschaubar vom Zeitkonzept her. Wir gehen schon auf SQL-Statements ein, damit du auch was hast, aber du kennst das eh. Aber der juristische Teil ist ein bisschen ein breiterer. Dafür haben wir auch einen Experten dabei. Deswegen würde ich die Vorstellungsrunde sozusagen hinten nach gerne machen, in die Diskussion hinein, weil wir haben Gott sei Dank auch Vertreter von unterschiedlichsten Unternehmen und Interessensgruppen und unterschiedlichen Unternehmensgrößen da. Und wir würden auch ganz gerne erfahren, wo der Schuh aus Ihrer Sicht drückt, weil wir uns dann natürlich auch als Verein sozusagen da ein bisschen besser reinwerfen können in die Schlacht. Also so viel zum Organisatorischen, das heißt, wir schmeißen uns jetzt gleich einmal in das Thema in medias res. Ich darf den Herrn Magister Philipp Raffling ganz, ganz herzlich als unseren juristischen Experte heute on stage begrüßen. Wir arbeiten schon seit einiger Zeit zum Thema Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzanpassungsgesetz etc. zusammen. Und jetzt stelle ich mich richtigerweise als das Zweite vor. Mein Name ist Alfons Borowski. Ich bin seit 30 Jahren in der IT-Branche tätig, habe ein eigenes Unternehmen, das sich auch mit Technologie beschäftigt und Organisationsentwicklung. Und bin als Beirat in der Digital Society dabei, um diesen Verein dabei zu unterstützen, für die Gesellschaft was Gutes zu machen. Wir haben nämlich eine ganz, ganz einfache Vision. Wir wollen, dass aus der digitalen Transformation alle Beteiligten was haben und nicht nur eine Seite. Und uns ist schon bewusst, dass wir das nicht heute und nicht morgen erreichen können, aber vielleicht können wir ein paar Mitstreiter gewinnen und gemeinsam bringen wir es vielleicht in die Richtung. Jetzt nach den Wahlen können wir mit der Politik auch wieder weiterreden. Das wird auch jetzt stattfinden. Wir werden auch das Thema DSGVO wieder auf den Tisch bringen. Vielleicht, weil man es mir ja nicht glauben würde, aber ein Screenshot vom RIS, Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramts, glaubt man es vielleicht. 2016 hat die Europäische Kommission das Datenschutzgesetz verabschiedet. Also so neu ist es ja jetzt auch wieder nicht. Aber es wird halt bei uns erst im Mai 2018 schlagend. Und wie schlagend es wird und wie weh das tun könnte, theoretisch, dazu habe ich Gott sei Dank einen Juristen, der die Bad News überbringen darf, aber ich kann Ihnen sagen, es kann Millionen kosten, wenn man erwischt wird, und das ist sicherlich nicht gut. Was wir auf jeden Fall wissen sollten, naja, nicht gut, wenn es dich erwischt, ja, also, weil du nicht vorgebaut hast. Wichtig zu wissen ist, es gibt kein Unternehmen, das nicht betroffen ist vom Datenschutzgesetz. Der prinzipielle Ansatz der Datenschutzgrundverordnung zum Schutze der Privatsphäre, also es hat schon eine positive Intention prinzipiell, ja, aber der prinzipielle Ansatz ist, es ist ein Verbotsgesetz. Das heißt, eigentlich dürfen sie nichts machen, außer es gibt eine Ausnahme. Und es bezieht sich immer um das Schlüsselwort personenbezogene Daten. Und wenn es ums Stichwort Verarbeiten geht, heißt es nicht nur, ach, das rennt in der Oracle-Datenbank-Cluster oder im SAP. Nein, es ist auch Ihr PDF, Ihr Excel, Ihr Word, Ihr PowerPoint. Auch das Video, das Sie vielleicht unerlaubterweise am Eingang aufzeichnen, als Unternehmen, weil Sie ein Security-System haben, das sollte man checken. Ja, wir kennen alle Griechisch, Technologia oder Technologia. Wir wissen, es gibt eine Unmenge von Technologien, die auf uns zukommen, die da sind, die sich entwickeln. Ob wir jetzt die Drohne nehmen oder Blockchain oder Virtual Reality oder Artificial Intelligence. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit von einer Studie aus der USA gelesen, dass man mit Artificial Intelligence vorhersagen kann, ob jemand homosexuell ist oder nicht. Mein Statement dazu auf Facebook war: AI, mir graut vor dir.
Weil es ist ja vollkommen wurscht, ob die AI falsch ist oder nicht. Wenn ich jemandem das zuschreibe, dass das das Faktum wäre und daraus eine Diskriminierung entsteht, hat nichts mit dem Datenschutzgesetz zu tun, aber unheimlich viel mit den Menschenrechten. Schlimm. Was aber all diese Technologien tun werden, sie werden mehr oder weniger personenbezogene Daten sammeln. Was ist ein personenbezogenes Datum? Alles, worauf man auf die Person zurückschließen kann. Das inkludiert ein Geburtsdatum, eine Telefonnummer, eine Sozialversicherungsnummer und vieles mehr. Ich habe ein juristisches Backup, so gesehen, für Lücken habe ich dann jemanden, der mich gut korrigieren kann. Bitte einfach schreien. Daten von Kindern. Sie brauchen die Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Wenn nicht, sind Sie von Strafe bedroht als Unternehmen. Punkt. Gibt es keinen Excuse, warum man das nicht so handhaben soll. Ist ja gut, unsere Kinder gehören ja geschützt. Wir müssen halt nur unsere Unternehmen dazu bereit machen und hinbringen, dass sie das auch leisten können. Zustimmungserklärungen. Sie müssen ab Mai 2018 beweisen, dass Sie eine gültige Zustimmungserklärung haben. Und die Ausrede, das findet man jetzt nicht in unserem Papierzettel oder was auch immer, hilft nichts bei der Strafe. Datenkategorien. Welche Kategorien von Daten verarbeite ich? Habe ich sensible Daten, wie zum Beispiel Religionszugehörigkeit, ethnische Gruppen, sexuelle Orientierung, deswegen habe ich das Beispiel auch mit den AI gebracht. Sammle ich so etwas, Gesundheitsdaten, ja? Sammle ich solche Informationen, dann muss ich das klar kategorisieren können. Und das ist die Verantwortung des Unternehmens, das beweisen zu können. Wir haben hier, ich weiß nicht, ob es juristisch korrekt ist, aber so fast eine Beweisumkehrpflicht. Man muss mir nicht beweisen, dass ich was falsch gemacht habe, sondern ich muss beweisen, dass ich es richtig gemacht habe. Auftragsverarbeiter, die bisherigen Dienstleister, ne, zu sagen, geh, machen wir mal schnell die WordPress-Seiten. Ja, ist eine tolle Sache, ab Mai 2018 macht das bitte nicht ohne Vertrag. Weil wenn nicht geklärt ist, ob du der Auftragsverarbeiter bist für mich, also sprich der Dienstleister und ich immer noch der Verantwortliche für die Daten, wenn du das nicht belegen kannst oder wir es nicht belegen können, wie dieses Verhältnis ist, übernimmst automatisch du als Dienstleister die Rolle des Verantwortlichen und kassierst dann die Strafen. Also Vertragslose, ich mache da mal schnell was, wenn wir Haberer sind, würde ich ganz, ganz dringend abraten im KMU-Bereich. Im großen Unternehmensbereich geht das sowieso nicht. Ja. In Konzernen ohne eine SAP-Nummer, ohne... Das sage ich nicht am Mikrofon. Datenaustausch mit Dritten. Wir gehen von Bedrohungsszenarien und ich will jetzt wirklich keine Angst, aber ich will ein bisschen die Awareness wachrütteln für unseren heutigen Abend. Wir gehen davon aus, dass wir eine Datenschutzbehörde in Österreich haben und das ist die, die uns beißen kann. Falsch. Jedes Mitgliedsland in der EU, also 27, 28 oder wie wir es auch immer zählen wollen, in der ein Betroffener sitzt, kann die dort ansässige Datenschutzbehörde, in Deutschland, in Rumänien, in Polen, in Spanien, in Griechenland, mit der Zusammenarbeit der Datenschutzbehörde in Österreich in ihr Unternehmen hereinkommen und prüfen. Ja? Also das heißt, der Risikofaktor ist nicht nur, na, wenn ich die Österreicher glücklich halte, passt das schon. Das mag zu kurz gesehen sein. Also Sie müssen sich das auf ganz Europa betrachten. Und wenn Sie jetzt sagen, super, ich tausche die Daten nur mit jemandem aus, der eh nicht in der EU ist, oder ich habe ein Unternehmen, das sitzt außerhalb der EU, dann verpflichtet Sie die Datenschutzgrundverordnung trotzdem dazu, dass Sie einen Verantwortlichen innerhalb der EU nominieren, den man beim Krawattel packen kann. Ja, ich dürfte Daten nur weitergeben an Länder, die den gleichen Standard haben wie wir. Wie geht das mit China? Dazu kommen wir dann im juristischen Teil. Ich will jetzt nur mal anreißen, sonst sitzt man nämlich Mitternacht an oder wir haben ein sehr breites Thema. Dokumentation des Datenursprungs. Wir haben heute kurz
im Vorgespräch über Marketing gesprochen. Sie kaufen Daten beim Adressensuppern oder Herold oder wo auch immer ein. Ja? Und jetzt kommt ein Betroffener und sagt, ich möchte gelöscht werden. Wieso, woher habt ihr die Daten? Da müssen Sie die Auskunft geben können, woher haben Sie die Daten hoffentlich legal erworben und nicht irgendwo gefunden. Und ab dann müssen Sie dafür Sorge tragen, dass die entsprechende, der A, nicht mehr belästigt wird, zum Beispiel durch E-Mails, aber auch B, an Ihren Lieferanten weitergeben, Achtung, da gibt es einen und Löschung. Es ist Ihre Verantwortung. Also zum Beispiel jetzt. Hast du eine Einstimmungserklärung, die du jetzt vorlegen kannst bei einer Prüfung? Für die meisten Dinge ja, aber gerade bei so, was weiß ich, kaufte Daten oder solche Dinge. Gibt es ja jede Menge. Ja. Jetzt eine gültige Zustimmungserklärung, die du vorlegen kannst bei der Prüfung, dann bist du sauber, sonst hast du ein Problem. Und wenn du nicht das nachfassen? Ja. Vernetzung von Lösungen, und jetzt stellen wir uns die ganze Quadratur des Kreises, und wie gesagt, das soll nur einen Impuls geben, wir müssen beginnen damit, wenn Sie nicht schon mittendrin stecken. Vernetzung der Lösungen. Jetzt haben Sie die Drohnen, die ein Paket von Ihrem Online-Shop zustellen auf eine Adresse, Achtung, personenbezogenes Datum, ja, weil Adresse ist ein personenbezogenes Datum, das Sie wiederum austauscht mit irgendeiner Artificial Intelligence, die Marketingoptimierung Ihrer macht. Ja. Das müssen wir alles irgendwie gescheit regeln und überprüfen. Gott sei Dank ist die Realitas zurzeit nicht wirklich so tragisch, aber es gehört was getan. Und die Informationen von Betroffenen, also sie müssen nicht Tiroler Gebietskrankenkasse heißen, die wie viele Millionen Records verloren haben von Betroffenen, von Versicherten. Ja, die müssten innerhalb von 72 Stunden die Betroffenen informieren und die Datenschutzbehörde natürlich auch. Natürlich unter der Prämisse, dass das ein Schaden etc. sein kann, aber das wird eine juristische Feinheit, die wird dann noch genauer aufgeklärt. Ich kümmere mich mehr so ein bisschen um den technischen Aspekt. Das, was ich mir mit Ihnen gerne anschauen möchte, ist ein vierstufiges Verfahren, Analyse und Entdecken, Management und Verwaltung, Datenschutz und Datensicherheit, Reporting und Compliance und ja, die technische Perspektive darauf, Big Brother is going to watch you. Schauen wir uns einmal die Analyse und Entdecken an. Die Frage, die man sich im Unternehmen, egal welcher Größe, stellen muss, wie identifiziere ich denn heute, jetzt, auf Anforderung gleich einmal personenbezogene Daten? Und Vorsicht, personenbezogene Daten können auch in einem PowerPoint drinstecken. Also da unten sehen Sie eine Telefonnummer, nämlich die von meiner Firma, das ist ein personenbezogenes Datum. Mazel tov, in dem Fall müssen Sie sich nicht darum kümmern, weil ja juristische Personen ausgenommen sind. Ja, es geht nur um natürliche Personen, lebende natürliche Personen. Also wenn der Versturm ist ums Armadl, müssen Sie sich nicht darum kümmern. Ermittlung der Datenklassifizierung. Sind das öffentliche, sensible Daten? Sind die vertraulich? Ich muss irgendwo festhalten, was für einen Status haben diese Daten. Warum erwähne ich es? Na, weil man heute die meisten Unternehmen, gerade im KMU-Bereich, und darauf ist dieser Vortrag speziell einmal fokussiert, ich will jetzt nicht einer Bank erklären, was eine Bank tut, die arbeiten schon seit mehr als einem Jahr an diesem Thema, weil sie auch in eine besondere Kategorisierung fallen, wie zum Beispiel Profiling von Daten, ja? Also ein Risk-Profiling, das anhand von Basel 3 ja vorgeschrieben ist, muss ich irgendwie hinterlegen, zwingt mich aber auf der anderen Seite auch datenschutztechnisch einiges mehr zu tun. Gibt es eine geografische Beschränkung? Du hast, der Leopold hat das von China gesagt, wie gehe ich um, wenn ich Daten nach China schicke, nach Usbekistan oder wo auch immer. Kennzeichnung der Ursprung der Daten, wo habe ich sie denn her? Und nicht blöd war festzuhalten, habe ich eine Zustimmungserklärung. Ja? Pflege der Bestandsaufnahme der personenbezogenen Daten, die Betroffenen haben das Recht, dass die Daten korrekt sind. Das heißt, sie können zu einer Korrektur der Daten, der personenbezogenen Daten aufgefordert werden. Jetzt auch schon. Genau, jetzt auch schon, das ist nichts Neues, nur
Das Strafausmaß ist jetzt grauslich schier. Wir kommen noch darauf. Management und Verwaltung. Ich habe gesagt, den technischen Teil heute ein bisschen kürzer, weil der rechtliche viel breiter ist zu Ihrem Gaudium Maximum. Governance-Praktiken und Prozesse. Wie benachrichtigt den Betroffenen? Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kundenbasis von 100, 1000, 10.000, einer Million Kunden. Und daraus müssen Sie 35% darüber informieren, dass. Wie machen Sie das? Naja, da haben wir ja unser CRM. Ja, CRM ist super, egal ob Sie jetzt ein SAP-CRM haben oder Siebel oder egal. Ja, das CRM ist immer super. Nur das CRM kann nur so gut sein und arbeiten, wie Sie dafür vorausgeplant haben. Wenn ich kein Flag habe für die Örtlichkeit oder für die Sensibilität von Daten im CRM und ich traue mich wetten, dass von den Anwesenden die wenigsten so einen Flag haben werden, weil man es bisher nicht braucht hat, dann kann ich dann auch nicht filtern. Entschuldigung, falsche Richtung. Sammlung eindeutiger, detaillierter Zustimmungserklärungen. War nicht schlecht, wann ich es unterschrieben habe und dann ist es gescannt und irgendwer auf ein Dokumentmanagementsystem, damit der wieder nachweisen kann, wann und welches Datum und wie ist das reinkommen. Die Problematik ist, bei einer Prüfung muss ich es vorlegen können. Nachersuchen ist nicht ausreichend. Habe ich Kommunikationsmechanismen für Anfrage der Betroffenen? Jetzt kann ja sein, dass irgendeiner lustig ist oder ein Verein lustig ist. Ja, also zum Beispiel wurde das zum Thema. Nein, es hat nichts mit Chaos Computer Club zu tun. Wirklich nicht. Die Epicenter Works zum Beispiel haben eine Eingabe beim Justizministerium gemacht zum. Wie heißt es korrekt? Daten? Nein, Überwachungsgesetz? Sicherheitsgesetz. Sicherheitsgesetz, ja. Also das, der Plätzchen, wo dieser Staatstrojaner unter anderem drinstecken darf. Ja. Der Herr Innenminister möchte, dass das Bundestrojaner gemacht. Bundestrojaner. Sonst wäre ich vielleicht auch noch verhaftet. Die Epicenter Works, wir haben sie natürlich tatkräftig unterstützt, auch ihr habt sie tatkräftig unterstützt, hat also dann Eingaben im Justizministerium gemacht, worauf die begonnen haben, was ich auch verstehen kann, ihre Mailinglist zu sperren. Ne? Aber wie gehe ich um mit 5000 Anfragen zu meinen personenbezogenen Daten? Habe ich Mechanismen dahinter? Kriege ich überhaupt mit, dass ich sozusagen zugespammt werde, weil einer entweder lustig ist oder weil ich wirklich irgendwo ein Datenproblem habe? Ja? Alles technisch lösbar angehen muss man es. Kann ich die Verarbeitung von personenbezogenen Daten einschränken? Also jeder, der, ist irgendjemand von einer Bank da oder der mit Banken gearbeitet hat? Ja? Also es wäre eine Illusion, also Sie wissen ja, wenn Sie in eine Bankfiliale gehen, dann kann der Bankmitarbeiter nachschauen, wie ist der Kontostand. Das wird natürlich protokolliert, dass er das getan hat. Und wenn er lustig ist und meint, jetzt schau ich mir nach, was verdient der Herr Generaldirektor, das war sein letzter Spaß. Vollkommen richtig, haben wir auch sehr sensible Daten, die da verarbeitet werden. Aber haben wir irgendwas Ähnliches in unseren Unternehmen, brauchen wir sowas in der Art? Können wir das und wenn, wie können wir so etwas einführen und in welchen Phasen? Überprüfung der Datenverarbeitung über automatisierte Mittel. Ich weiß nicht mehr, wem das Zitat zurückgeht, aber alles, was ich nicht überwache, brauche ich auch gar nicht anschaffen. Also wenn ich sage, unser Dienstbeginn ist pünktlich um 8 Uhr in der Früh, dann ist es hilfreich, eine Stechuhr zu haben, sonst wird es schwierig werden, das zu überwachen. Wenn man das so wichtig ist. Das ist im Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr so das Thema. Aber früher in Fabriken hat es in der Früh geklingelt an der Stechuhr. Heute ist es halt digital, aber die Mechanik ist dieselbe. Solange man diese Papierstreifen damals noch in den 70er, 80er Jahren manuell auswerten musste, hatte die Personalabteilung wenig Übersicht über die Schwankungsbreite. Ja, das musste schon auffallen. Heute ist es ein Query, ein Select, bla 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 mit ein paar Parameter und ich habe die Daten zur Hand. Habe ich das auch zu personenbezogenen Daten? Und
noch einmal Vorsicht, personenbezogene Daten stecken auch in Word, Excel, PowerPoint, PDFs. Könnten auch in einem JPEG drin sein. Muss ich einen Datenschutzbeauftragten haben oder nicht, hängt etwas davon ab, was ich tue. Das gebe ich ganz dem Anwalt, da will ich mich jetzt gar nicht abbautzen, da gibt es klare Definitionen. Habe ich eine Definition einer Risikomanagementstrategie inklusive des Datensicherheitsrisikos? In meiner Risikomanagementstrategie sollte man das Unternehmen sowieso haben. Nur wer den österreichischen KMU-Markt kennt, weiß, das ist nicht so hundertprozentig verbreitet. Ja, und hätten wir eine gute Risikomanagementstrategie, na lassen wir das. Das wollen wir jetzt nicht über diese Aspekte reden. Datenschutz, Datensicherheit. Das Gesetz oder die Verordnung schreibt vor Security by Design, also schreibt vor Privacy by Design und Privacy by Default. Ich würde es noch ergänzen, Security by Default. Ich komme dann ein bisschen noch auf die Sicherheit zu sprechen. Wenn ich eine Lösung baue und man nicht schon von Anfang an überlegt, niemand liebt Security. Ja? Also wir hatten, also liebt, ja? Aber Security kostet Geld, das ist unbequem. Ja? Wer hat ein Passwort, das länger als 16 Stellen ist? Wer ändert es alle 3 Wochen? Ja? Mir ist schon klar, dass das die ähnlichen Verdächtigen sind, weil sie wissen, wo die Challenge liegt, ja, und warum das gefährlich sein kann. Aber das ist ja natürlich unbequem. Und Security ist immer ein Trade-off zwischen Bequemlichkeit und damit auch etwas Produktivität und der Sicherheit. Und wenn ich sage, ich muss sowohl Privacy, und wenn ich Privacy implementieren will von einem Datenbestand, ob das jetzt mein PDF ist von Bewerberbögen, ob das mein Access-Datenbank ist oder mein Oracle-Cluster, es ist vollkommen wurscht. Solange ich nicht eine Basis-Security von denen, die sich an das System anloggen können, implementiert habe, brauche ich von einem Privacy by Design und by Default ja nur bedingt reden. Ich meine, reden kann ich drüber, aber die Beweisbarkeit wird schwierig. Persönliche Daten durch Verschlüsselung sichern. Sie haben Unmengen bereits jetzt, ich komme dann darauf noch zu sprechen, zur Hand, womit Sie das tun können. Dazu muss man nicht alles neu erfinden. Das gibt schon, man müsste es nur anwenden. Mache ich Kontrollen? Also Sie wissen, dass also Security, also Sicherheit beginnt bei der physischen Security. Ne? Wenn ich jetzt in die Mittagspause gehe und ich verlasse den Rechner und der Bildschirm ist offen, ne? Dann bin ich halt offen. Ich habe das früher in einem Unternehmen, in dem ich lange tätig war, so gemacht, wenn ich bei unseren Mitarbeitern das gesehen habe, dass die den Bildschirm verlassen haben, ohne den Bildschirm zu sperren, gibt es für Windows-User geniale Tastenkombination Windows und L, wie lock mich, ja? Nicht necken Sie mich, sondern locken Sie mich. Dann habe ich in einer mal als erste Phase nur eine Nachricht mit einem Texteditor am Bildschirm geschrieben und den Bildschirm gesperrt. Beim zweiten Mal habe ich ihn ausgelockt und den Rechner runtergefahren und die Androhung war beim dritten Mal, formatieren wir die Platten. Ich habe niemals mehr Stage 2 erreichen müssen. Das hat gewirkt. Aber das heißt auch für das Management und für die Mitarbeiter und Kollegen, dass man darauf einfach eine gewisse Awareness haben muss. Wenn der Rechner offen ist und jeder daran herumgurken kann, brauche ich über Privacy und über Datenschutz nicht nachdenken. Habe ich vorbereitete Reaktionen auf Sicherheitsverletzungen und wie informiere ich dann? Prüfe ich diese Sicherheitsmaßnahmen überhaupt oder nicht? Und jetzt wird es ein bisschen kleiner von der Schrift her. Beginnen wir mal beim Logon. Ich habe schon gesagt, das mit dem Passwort wechseln. Da gibt es so die tolle Dinge in den diversen Betriebssystemen. Ich spreche immer über Windows, da kenne ich mich sozusagen offiziell am besten aus. Da kann man Policy setzen und das Passwort kann nicht kürzer als 8, 10, 12, 16 Zeilen sein. Man kann eine Policy setzen, das ist für einen Administrator eine relativ geringe Arbeit und ich muss das Passwort alle 6 Wochen ändern und der User hat gar keine andere Chance. Ich muss halt auch diesen Dialog mit dem User aufrechterhalten. Und wenn ich
als Einzelunternehmer, als Einzelkämpfer mein einziges Notebook habe, habe ich es ja umso leichter, ich brauche es ja nur tun. UDP ist zwar ein Protokoll, sollte aber eigentlich USB heißen, weil ich den USB-Stick gemeint habe. Das ist ein kleiner Tippfehler, den ich vergessen habe zu korrigieren. Das war mehr für den Kollegen da vorne, aber das aber auch hingeschaut hat auf die Folie mit UDP. Sie haben im Betriebssystem eingebaut, also zumindest im Windows-Betriebssystem, das gibt es aber auch bei Linux-Distributionen, dass Sie die Festplatte von Haus aus verschlüsseln können. Das ist besser als nichts. Jetzt kann man sagen, vertraue Microsoft oder vertraue Microsoft nicht, das ist seine eigene Sache, dann geht man halt in die Linux-Fraktion und arbeitet dort mit einem verschlüsselten Filesystem. Aber eine Festplatte, ob SSD oder physische Festplatte in einem Notebook, die nicht verschlüsselt ist, das ist riskant. Nicht mehr zeitgemäß. Auch so könnte man es auch sagen. Wenn ich jetzt die Platte verschlüsselt habe, habe ich Werkzeuge, dass ich noch Inhalte verschlüsseln kann. Weil das eine Thematik ist jetzt, mag ich mir diese Notebook, diese Workstation, diesen Server, was auch immer, mit Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiter, wie auch immer, teilen müssen. Ich kann ja meine Daten auch noch privat zusätzlich verschlüsseln. Da gibt es so Dinge wie WinZip oder 7Zip oder AES-Crypt. Alles besser als nichts. Ja? Also im Klartext den Inhalt durchzulassen von einem Bewerberbogen, ja, ist keine Sicherheit. Punkt. Und wenn es blöd kommt und ich geprüft werde, dann kann ich mir nur selber auf die Schulter klopfen und sagen, schade, dass ich es nicht gemacht habe, die Werkzeuge hätte ich nämlich und manche davon kosten nämlich nicht einmal Geld, sondern nur tue ich es oder tue ich es nicht. Verbindungen mit der Firma VPN, OpenVPN etc. Das sind Werkzeuge, die sind da. OpenVPN ist free of charge, kostet nichts. Ja. Und ich kann eine verschlüsselte Kommunikation über das Internet fahren. Irgendwer hat einmal so gesagt, der hat versucht, einen Vergleich zu bringen, was HTTP, HTTPS zu dem normalen Protokoll ist. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen nackt auf dem Motorrad und fahren in einen Tunnel hinein. Fahren Sie im Tunnel, haben Sie sozusagen den HTTPS-Tunnel, die Kamera im Tunnel, sind Sie immer noch nackt. Erst wenn Sie sich was anziehen, also Verschlüsselung haben, haben Sie Security und auch eine Privacy. Ja? Solange Sie Ihre Daten nicht verschlüsseln, ist in Echtzeit mitzulesen, was Sie über die Leitung schicken. Punkt. Daran dürfen wir uns gewöhnen. Passworte. Sie werden nicht glauben, wie oft ich Kundenfälle gesehen habe, wo Passworte auf einem gelben Post-it, damit man es ja kurz sieht, am Computer picken oder in der Nähe. Oder ganz geheim unter dem Computer. Ja. Ist hilfreich, man kann sich viel leichter anmelden damit. Security ist das keine. Jetzt weiß ich, und wir haben alle die Problematik, dass ich viele, viele Passworte brauche ich, vielleicht Online-Banking habe, x Webzugänge etc. Überall sollte ich ein anderes Passwort haben. Ganz schlecht ist es, überall dasselbe Passwort zu nehmen, weil man sich so schön merken kann. Das ist ganz schlecht, weil habe ich es einmal geknackt, bin ich überall drinnen. Dann kann ich mir ihr Geld abholen und ihre Liebesbriefe und ihre Exzerpte für ihre neue Masterthesis. Alles free for me, weil ich ja einmal dieses Passwort habe. Ich weiß, für die Hacker wird es ein bisschen schwieriger, deswegen, wenn man das grauslich macht, aber man kann ja die Passwörter noch einfach machen, wie Oma 1, Oma 2, Oma 3, Oma 4. Das ist auch sehr einladend. Dann hat man auch nicht viel Arbeit, wenn man zu diesen Daten ran will. Also auch die Passwörter müssen man sich natürlich ein bisschen Komplexität überlegen. Damit es aber leichter wird, sich das zu merken und nicht am Zettel zu notieren, gibt es so Dinge wie KeePass oder Keeper, Wallet, was auch immer jetzt der individuelle Geschmack hergibt, wo ich mir diese Daten hinterlegen kann und die sind zumindest einmal verschlüsselt. Ja. Ich muss mir dann immer noch überlegen, lebe ich deswegen auf der Google Drive? Übrigens, wer weiß denn, wenn er sein neues Business-Konzept auf Google Drive legt, dass es Google zur Verfügung stellt? Weiß das wer? Ja. Also alle, die es nicht genickt haben, zum Hinweis, also wenn sie sagen, sie haben jetzt eine tolle, neue Erfindung und weil es so billig ist, nehme ich Google Drive und dort lasse ich es mir in der Cloud speichern. Damit übertragen sie auch die Nutzungsrechte ihres Konzeptes an Google.
Man müsste nur das Kleingedruckte lesen. Oder den großen österreichischen Roman. Oder? Ja. Das heißt, hätte zum Beispiel die Rowling den Harry Potter auf Google Docs geschrieben, wäre sie nicht Millionärin. Ich will Google nicht schlecht machen, haben gute Sachen. Ja? Die Frage ist nur, wofür setzt es ein und ist es sinnvoll, dass ich meine Business-Kalkulation von meinem Business-Proposal, mit dem ich an die Börse gehen will, dort speichere. Firewall-Virenscanner sollte man sowieso nicht mehr erwähnen müssen, aber auch das ist ein Thema. Und Alpha, ja? Bitte. Nur für Google oder für Microsoft und andere auch? Dazu muss man in die Detail, können wir gerne offline klären, dazu muss man in die Detailbestimmungen hineinschauen. Bei Google ist es verbrieft, das wissen wir. Ob es bei OneDrive auch so ist, wüsste ich jetzt nicht auswendig, müsste man nachlesen. Anders bei OneDrive Business oder auch bei Google Business, dort werden die Daten auch auf ein verschlüsseltes System abgelegt und da nehmen sie sich auch das Recht nicht raus. Ja, aber das Blöde ist, alles, was wir gratis kriegen, damit zahlen wir mit was, und zwar mit unseren Daten. Und apropos Daten, gehen wir kurz in eine Datenbank hinein. MySQL kennt eher jeder, wie Sie alle wissen, aber es gibt dort von Haus aus eingebaute Verschlüsselungsverfahren. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie gut die sind oder nicht gut sind, ob 256 Bit stark genug ist zum Verschlüsseln oder nicht. Das Thema ist nur, wenn ich in eine Datentabelle komme, wo die Straße so aussieht und die Telefonnummer so, muss ich schon einmal herausfinden, wie ist das verschlüsselt. Es ist nicht mehr so ganz so simpel, wie wenn es im Klartext dort steht. Und wenn ich jetzt auch noch so Dinge wie den Namen als separate Tabelle habe, spricht man von einer sogenannten Pseudonymisierung, das heißt, ich habe keine direkte 1, ich habe nur mehr den Index 1 oder 0 und der Index 0 hat irgendein Kauderwelsch. Das muss ich dann einmal zurechtfinden, dass das den Herrn Meyer gehört. Und das ist die Idee von der Data Protection, General Data Protection Policy, wie sie so schön auf Englisch von der EU heißt. Und jeden, der das im Detail interessiert, der möge sich diese Update- oder Select-Statements anschauen. Eine AES-Verschlüsselung auf einen SQL-Server zu machen, ist ein Kinderspiel. Ja, vielleicht nicht für jeden, aber für Techniker kein Problem. Was heißen soll, diese Sicherheitsschranke einzubauen, ist kein Rocket Science. Das kann relativ bald jeder machen. Ja? Man muss nur nutzen. Die Daten unverschlüsselt zu lassen und zu sagen, es ist so kompliziert, weil da kann ich nicht. Ich güte nicht, weil wenn Sie sich das Statement anschauen, dass ich sage, da wäre ein DES und AES, das sind zwei unterschiedliche Verschlüsselungsmethoden, mit einem hochgeheimen Passwort übrigens, verschlüsselt, ist aber nur für Sample da. Und dann kriege ich aus den Daten, die Netto-Daten, wie ich sehen will, ja, das ist keine Hexerei, man muss nur tun. Das ist genau das, worauf wir hinaus wollen. Bitte. Ganz gut. Die SHA-1 und MD5 hast du als abschreckendes Beispiel auf der Folie gehabt, hoffentlich. Ja, also, aber selbst ein Hashing mit einem MD5 ist besser, als wenn es im Klartext durchs Passwort dort steht. Und ja? Im Zweifelsfall nämlich AES, weil dann kann das eine Intel-CPU in Hardware und ich habe nicht einmal eine Performance-Problem. Genau, so weit wollte ich gar nicht runtergehen, aber du hast vollkommen recht, also es gibt... Performance ist nicht das Thema. Performance ist heute nicht mehr das Thema, wir haben da Rechenkapazität in dem Rechner drinnen, die hätten Sie sich zur Zeit der Mondlandung gewünscht. Ja? Reporting und Compliance, damit ich mit dem Technischen auch einmal zu Ende komme. Alles, was ich erzählt habe, können Sie sich schenken, wenn Sie den letzten Punkt nicht machen. Fire Drills und Reviews. Egal, welche Unternehmensgröße ich habe übrigens. Wer arbeitet in einem größeren Unternehmen oder hat in einem größeren Unternehmen gearbeitet? Ja, wir kennen das alle, dass wir uns 2, 3, 4 Mal im Jahr zu einer Feuerübung rausbegeben müssen und wenn es noch so kalt ist, na, vielleicht kann man Zigaretten rauchen, wie auch immer. Eine nette Unterbrechung, die kostet aber Geld. Das macht man ja nur deswegen, damit nicht, wenn es wirklich brennt, irgendein Dealer nicht weiß, wo er hingehen muss, wann es brennt. Und wenn ich diese saloppe Argumentation weiter nutzen darf für Security im IT-Umfeld, genau deswegen muss man es mit jedem User machen, weil sonst bleiben die Bildschirme nämlich ungesperrt, sonst werden die Daten nicht verschlüsselt und Security is nowhere.
So, und um jetzt auch gleich einmal neuer Status, das war zu schnell, das wollte ich nicht, neuer Status, für die, mit der Wirtschaftskammer basierend auf der Statistik Austria Zahlen einmal kurz errechnet, wie so das theoretische Bedrohungsszenario prinzipiell sein könnte. Also gehen wir mal davon aus, dass nur 5% der Unternehmen in Österreich erwischt werden, dass dann was anstehen mit einem gewissen Mix der Unternehmensgrößen, wie wir sie heute in Österreich haben, um es kurz zu machen, 700 Millionen Euro. Budgetwirksam. Also wenn ich mir das als Finanzminister entgehen lassen würde, oder als Finanzministerin, wir wissen ja noch nicht, was wir, welche Segnung wir da bekommen werden, Segnung von der Regierung meine ich, das Finanzminister ist immer eine Segnung, ob Rin oder ja, es ist egal. Aber 700 Millionen würde ich mir nicht entgehen lassen, die Budgetwirksamkeit. Das geht nämlich eins zu eins ins Bundesbudget rein. Ja? Nein, darum geht es nicht. Es geht eigentlich um den Schutz der personenbezogenen Daten und die Politik meint, können wir dann gern diskutieren, die Politik meint, es ist notwendig, dass es abschreckend ist. Ja? Was haben wir dafür entwickelt? Wir haben einen Online-DSGVO-Check entwickelt, der ist kostenpflichtig, sind 50 Fragen zu einem Self-Assessment, der am Ende des Tages, wenn man gemacht hat, so einen Radar aufzeigt, um zu sehen, wo sollte ich mich denn so am allerersten Schritt hinfokussieren und wo war es denn geschickt, an Priorität zu setzen. Stehen auch für Fragen dafür gern zur Verfügung. Wir setzen es auch gemeinsam bei Kunden ein. Auch die Wirtschaftskammer tut etwas, man glaubt es nicht, ja. Die Wiener Wirtschaftskammer, aber nur die Wiener Wirtschaftskammer, fördert doch immerhin 4 Stunden Einstiegsberatung in das Thema DSGVO im Wert von 320 Euro. Wer es noch nicht gesichert hat, sollte es vielleicht sichern. Wer weiß, wie lange die Fördertöpfe dafür offen sind. Ich glaube, dass man viel, 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 viel mehr tun müsste, gerade im Bereich der KMU, kleinen und mittelständischen Unternehmen, wie wir sie empfinden. Aber ich verstehe, dass die Fördertöpfe nicht unendlich sind. Nur sollte es mir, gibt es eine Frage zu dem Thema? Oder war das die Begeisterung zur Wirtschaftskammer? Nein, ich finde es gut, dass die, ich finde toll, dass die was fördern in die Richtung. Ja. Diese Problematik ist, wir müssen die Awareness steigern. Ja. Wenn wir alle in das hineinrennen und ich habe mit meinem Steuerberater gesprochen und ihm erklärt, dass wir unter anderem uns zum Thema DSGVO etwas tun und gesagt, sie wissen nicht, dass es Strafen bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des Jahresumsatzes, je nachdem das höher ist, als Drogen dasteht. Sagt er, das kann nicht sein. Jetzt haben wir prinzipiell eher schon jahrelange Business-Verhältnisse miteinander, die glaub, prinzipiell glaubt man schon, was ich ihm dazu. Deswegen habe ich es Ihnen aus dem Amtsblatt herauskopiert. Ja. Das ist keine Erfindung von mir. Ja. Das steht so drinnen und das kann auch nicht von der Republik nach unten untersteuert werden. Wollen es auch gar nicht. Wir hatten eine Diskussion mit einigen Parteien hier in diesen Räumlichkeiten zum Thema DSGVO und Schutz der Kleinunternehmen. Und es wird, wir wollen ja Google und Konsorten mit einer großen Drohung treffen. Das Problem ist, es trifft nur alle, ne? Weil es steht nicht drin, es sind nur Google und Konsorten. Wenn wir es aber von der Cashflow-Situation eines kleinen Unternehmens anschauen, also das Unternehmen, das auf die Gache 20 Millionen Euro Flüssigkeit und das aus dem Cashflow verkraften kann, hätte ich gern gesehen, kann man sagen, gut, gibt es Ermäßigungsrecht und so weiter, aber sagen wir, es sind nur 200.000 oder sagen wir, es sind nur 20.000 Euro. Das KMU, die 20.000 Euro Strafe locker wegsteckt, mir zeigen. Ja? Kann ich jedem EPU, der mal am goldenen Tag keine ausschießen? In Wirklichkeit, was ist alles umsetzt, kannst du zusperren. Deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir es tun können. Deswegen weisen wir und versuchen wir auch darauf hinzuweisen und sammeln ja auch Feedback, wo wir in die Richtung was tun können. Wir haben die Politik eingeladen zu weiteren Gesprächen. Per Ende September wären es noch 8 Monate gewesen, bis das Gesetz gültig ist. Das heißt, je länger man jetzt... Nein, es ist bereits gültig. Nein. Wir befinden uns in der Übergangsphase. Ja? Danke. Es ist bereits gültig. Natürlich. Aber ich hab mal den Widerspruch von mir, aber vollkommen richtig. Aber mit 25. Mai ist der Spaß vorbei. Ja? Lassen Sie es mich so juristisch unfachmännisch ausdrücken. Ja?
Dazu tun wir was, es tut auch die Presse was. Es gibt vom Kurier zum Beispiel jetzt gerade eine Serie zum Thema Datenschutzgesetz, es schreibt die Presse darüber. Nur die Problematik daran ist, wenn man es nicht angeht, wird man in 8 Monaten nicht so weit sein, dass man sagt, es ist keine Hexerei. Sie haben gesehen, es gibt, je nachdem in welche Tiefe der Technik mich bewegen will, relativ simple Möglichkeiten, sich zu schützen. Excel-Listen zu führen, für wem habe ich welche Weisung gegeben, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, ist keine Hexerei, ich muss nur tun. Nicht tun ist so wie zu sagen, ich fahre bei Rot oder betrunken mit dem Auto, wenn es mich erwischt, habe ich heute halt Pech gehabt. Und jetzt habe ich das große Vergnügen, das Mikrofon zu übergeben zum Thema der rechtlichen Perspektive. Ich gebe auch gleich den Klicker. Bitteschön. Dankeschön. Ja, ich darf jetzt ein bisschen über den rechtlichen Bereich ausführen. Wie mich der Herr Parowski jetzt schon angekündigt hat, wir machen auch gemeinsam Datenschutzprojekte. Die DSGVO sieht ja jetzt prinzipiell nicht eine rein rechtliche Perspektive vor, sondern auch eine technische. Wir kommen im Zuge unserer Datenschutz-Due Diligence-Prüfungen immer mehr drauf, dass es eine mehr technische als rechtliche Thematik ist, weil natürlich die ITler zuerst einmal das Unternehmen ansehen müssen, wo werden hier Daten gespeichert, welche Arten von Daten werden hier überhaupt verwendet, wo liegen die Daten. Vielen Unternehmen ist nicht bewusst, dass eventuell ein Cloud-Service irgendwo implementiert ist und die Cloud liegt jetzt vielleicht in China. Und das haben wir schon im Prinzip dann eine Datenübermittlung in ein Drittland. Und dann muss ich mir die Frage stellen, ob das eigentlich so gewollt ist. Fangen wir mal an bei der Entwicklung. Wir haben damals 2011 schon die ersten Entwürfe gehabt zur Datenschutzgrundverordnung. Insgesamt ist angelehnt das jetzige Gesetz an der deutschen Datenschutzgesetzgebung. Die Deutschen haben dort sehr, sehr stark mitgearbeitet, war auch dort schon relativ streng seit Jahren. In Deutschland gibt es auch schon die Verpflichtung für Datenschutzbeauftragte intern oder extern und das haben wir ja in Österreich jetzt auch ab Mai 2018. Ausgangspunkt ist an und für sich in Österreich § 1 Datenschutzgesetz, ist ein Verfassungsrecht, das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz. Dazu kommt natürlich auch Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass ein Recht auf Privat- und Familienleben und Achtung der Korrespondenz beinhaltet. Darüber hinaus, ja, neben der DSGVO bzw. der dann ersetzten Datenschutzrichtlinie, ist das Übereinkommen 108, da wird geregelt auch die Verarbeitung personenbezogener Daten und hinzu kommt dann ab nächstem Jahr auch die E-Privacy-Richtlinie, die dann das Übereinkommen 108 ablösen bzw. ergänzen wird. Bei den Rechtsakten der EU muss man jetzt, wie gesagt, unterscheiden. Wir haben einerseits die Europäische Menschenrechtscharta und nebenbei haben wir die DSGVO. Was man erwähnen muss, ist, dass sehr viele Betroffene, wenn es um Datenschutz geht, ja, und den innerstaatlichen Instanzenzug ausgeschöpft haben, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen. Und der EGMR ist da grundsätzlich recht hart. Es gibt schon sehr viel Rechtsprechung vom EGMR. Bekanntlich ist der EGMR dann auch dazu angehalten, den Mitgliedstaat, der hier unzureichend Schutzmaßnahmen ergriffen hat, zu verurteilen. Ist halt dann immer eine Frage, ob das auch tatsächlich umgesetzt wird. Aber das ist ein anderes Thema. Wie der Herr Parowski schon gesagt hat, das Datenschutzgesetz in Österreich verbietet grundsätzlich das Verarbeiten von Daten. Es gibt aber eine große Anzahl an Ausnahmen. Wir haben Ausnahmen vom Verbot, öffentlich oder anonyme Daten, sprich Grundbuch, Firmenbuch, zentrales Melderegister,
Es wird hier jetzt sehr viel Panik gemacht, der gläserne Mensch, ja, die Makleragenturen und die Immobilienagenturen müssen jetzt ganz, ganz groß aufpassen, was mit den Daten passiert, wenn man sich eine Eigentumswohnung kauft. Das ist alles ein Blödsinn. Das sind Themen, die bzw. Daten, die ohnehin schon öffentlich bekannt sind. Ich brauche nur ein berechtigtes Interesse, schaue ins Grundbuch rein und habe dort Name, Geburtsdatum und Adresse. Ja. Ist hier eigentlich nicht so Schutz, also kein Schutz notwendig. Eine Zustimmung des Betroffenen, ja, das ist immer fraglich. Bitte. Das betrifft aber erst den Zeitpunkt nach dem Kauf. Genau. Ja, und die Daten in den jeweiligen Registern. Wenn der Makler ein CRM-System hat, wo er seine Kundendaten verwaltet, dort muss er sehr wohl die Daten schützen und richtig. Überhaupt. Ja. Weil nachweisen, dass es noch Interesse gibt, dass er die Daten länger aufhängt, als bis der Vertrag abgeschlossen ist, etc. Richtig, genau. Dazu kommen wir eh noch. Zustimmung des Betroffenen, wie soll die gegeben werden? Im Idealfall schriftlich, es reicht in der Regel aber auch eine konkludente Zustimmung. Wir haben dann am Schluss eh ein ganz gutes Beispiel dafür. Konkludent heißt, ich habe stillschweigend zugestimmt, aber es ist wohl aus der Gesamtperspektive logisch ableitbar. Vertragserfüllung, da haben wir wieder ein Thema gehabt, wenn Sie sagen, Datenübermittlung nach China. China ist kein sicheres Drittland laut EU. Es gibt von der EU eine Verordnung, wo sichere Drittstaaten angeführt sind, wo ich Daten ohne Probleme hin übermitteln darf. Das ist zum Beispiel die Schweiz, das ist Argentinien. Da gibt es noch ein paar andere Staaten. Aber unabhängig davon, wenn ich eine Vertragserfüllung einzuhalten habe, dann ist die Übermittlung der Daten, sofern ich sie in Österreich auch rechtmäßig erworben habe und verarbeiten darf, ist die Übermittlung im Rahmen einer Vertragserfüllung auch nach China erlaubt, ohne dass ich die Zustimmung von der Datenschutzbehörde brauche. Eine rechtliche Verpflichtung oder gesetzliche Ermächtigung, zum Beispiel im Rahmen eines Gerichtsprozesses, im Rahmen einer Bilanzerstellung nach UGB. Es gibt gesetzliche Verpflichtungen, wo ich auch dem Finanzamt Daten übermitteln muss. Das sind so die klassischen Ausnahmen. Gesetzliche Ermächtigung, ja, wenn ich eine Patientenverfügung irgendwo hinterlegt habe und ich habe einen Unfall, dann ist auch hier eine Zustimmung von mir quasi nicht mehr notwendig. Lebenswichtige Interessen wäre auch das Beispiel, ich habe jetzt einen Unfall auf der Straße, es kommt der Notarzt und hier müssen jetzt Blutdaten, irgendwelche anderen medizinischen Daten erhoben werden. Der Arzt darf jetzt diese Daten ohne Probleme weitergeben an einen Dritten, weil in meinem lebenswichtigen Interesse. Datenschutzterminologie, wir haben vorhin eh schon gehört, es gibt Informationen über natürliche Personen, die entweder direkt oder indirekt sind. Direkt personenbezogene Daten sind natürlich das heilige Schutzgut, sensible Daten umso mehr. Sensible Daten sind Gesundheitsdaten, Religionsbekenntnis, meine politische Einstellung, mein Sexualleben etc. Wir können aber natürlich bei Daten an sich auch sagen, dass eine IP-Adresse, biometrische Daten, Standortdaten, ja, Handyortung, jeder BMW hat mittlerweile eine Funktion, dass über die deutsche Zentrale gestartet werden kann, das Auto. Das sind alles natürlich Daten, die vielleicht mir nicht bewusst sind, aber trotzdem mein Privatleben sehr stark beeinflussen. In welcher Form auch immer, ja, analog oder digital, wir sprechen hier wie gesagt von Excel, Word, E-Mail, Videoaufnahmen, Sprachaufnahmen, möglicherweise Floppy-Disks, die dann in irgendwelchen Archiven noch herumlungern, kein Mensch weiß, dass sie noch existieren, aber auch das. Nicht mehr lesbar sind, oder? Ja, bitte. Bei dem Satz, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber bei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zum Beispiel auch die Position? Ja, weil da ist der Unterschied ist der, ich habe ein personenbezogenes Datum und das ist zum Beispiel die Jobposition Bundespräsident von Österreich, das ist der Herr Van der Bellen.
Wenn ich jetzt sage, ich bin Minister, dann sind es schon 12 und ich kann da schon gar nicht mehr zuordnen. Es geht immer um das Zuordnen von bestimmten persönlichen Eigenschaften zu einer bestimmbaren Person. Wenn ich in einem Unternehmen, und das ist jetzt ein häufiger Punkt bei Datenschutzüberprüfungen, in einem Unternehmen einen Vorstand habe und ich habe dazugehörige Lohntabellen in der Personalabteilung, dann kann die Lohntabelle ein personenbezogenes Datum darstellen, weil auf eine natürliche Person rückführbar, weil es nur eine Person mit diesem Gehalt in diesem Unternehmen gibt. Indirekt personenbezogene Daten. Richtig. Das wäre jetzt aber ein direkt personenbezogenes Datum, weil nur eine Person dieses Gehalt bezieht. Das heißt, ich habe ja schon hier eine Gefahr vielleicht, ja, ganz genau. 15 Millionen genau. Auf der Bank. Wer richtig. Habe ich jetzt aber 30 Angestellte? Das verstehe ich. Ja? Das verstehe ich. Ich verstehe nur nicht öffentlichen Lebens, die was, wer der Präsident ist. Ja. Arbeitsmarkt gibt ihm. Ja, okay. Eben da kommt natürlich noch dazu, dass es eine, also dass Personen insgesamt des öffentlichen Lebens sowieso weniger Rechte auf Datenschutz haben. Unabhängig davon. Ja, aber das Beispiel ist, glaube ich, für den Herrn einfach schlecht gewählt, weil es jetzt keinen Bezug zum Wirtschaftsunternehmen hat. Das ist eher als Beispiel zu sehen, ich kann allein durch einen Titel eine Person eindeutig identifizieren. Beim Bundespräsidenten, das ist eine Person. Genau, richtig, ja. Das ist eigentlich ein Foto einer Person. Genau so. Einfach ein Bildnis. Genauso, richtig, genauso, richtig, genauso wie eine Sprachaufnahme. Es gibt viele Unternehmen, die haben einen Callcenter, wo zur Qualitätsaufzeichnung Gespräche mitgeführt werden. Wenn ich das vorher nicht weiß, dann ist das schon eine Verletzung meines Datenschutzrechts. Was machen wir in Zukunft? Event-Fotografen? Noch niemand fotografieren? Oder? Für publizistische Zwecke gibt es Sonderausnahmen und für journalistische Tätigkeit auch. Aber sonst eine Zustimmungserklärung. Aber sonst theoretisch eine Zustimmungserklärung, ja. Brauchst du aber sowieso heute auch schon. Falls zur Verwertung der Schiene, selbstverständlich. Wie ist das bei den Datenschutzrechten? Wenn ich als Organisation das mache, also ich rede jetzt von der freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Das heißt, ich habe da einen Unfall, dann muss ich einen Zulassungsschein aufnehmen, ich muss den seine Daten aufnehmen. Mhm. Wie muss ich das dann da behandeln? Das hängt davon ab, wie das dann verarbeitet wird, wie lange es gespeichert wird und für welche Zwecke das verwendet wird. Aber grundsätzlich wäre das ja wieder im lebenswichtigen Interesse bzw. zur Abwicklung eines Auftragsverhältnisses, könnte man sagen. Das wäre in dem Fall berechtigt. Ja. Wenn Sie diese Daten jetzt aber speichern oder für Zwecke verwenden, die grundsätzlich nicht im Rahmen der Erhebung schon vorhersehbar waren, dann wäre es natürlich eine Verletzung. Letzte Woche, also der katalanische Präsident, der für 8 Sekunden die Unabhängigkeit ausgerufen hat, mit den Informationen ist der schon eindeutig identifizierbar, so offensichtlich davon. Richtig. Ich weiß den Namen nicht, aber da muss er rauszufinden. Vielleicht war es der aber nicht, der Bundespräsident ist. Insofern, das ist, glaube ich, der Kontext. Der Name allein ist ja egal, es kommt ja darauf an, dass der Beistift der Name allein ist sehr wichtig. Richtig. Welche Daten werden mit dieser Person, mit dieser bestimmbaren Person verknüpft? Ja? Auf das kommt es im Wesentlichen an. Gut, gehen wir weiter. Betroffene Personen, haben wir gesagt, nur natürliche Personen, juristische Personen sind grundsätzlich nicht betroffen. Die DSGVO sieht aber im Rahmen einer Öffnungsklausel schon die Möglichkeit vor, dass der nationale Gesetzgeber auch juristische Personen schützen könnte. Mit dem Datenschutzanpassungsgesetz 2018 ist das aber nicht erfolgt. Auch in Österreich sind weiterhin nur natürliche Personen betroffen. Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter, wir haben hier immer zwei verschiedene Rollen grundsätzlich. Ich kann aber auch beide Rollen gleichzeitig innehaben. Die DSGVO weist den unterschiedlichen Rollen unterschiedliche Rechte und Pflichten zu. Das heißt, ich muss mir als Unternehmen bewusst und klar werden, was bin ich eigentlich? Bin ich hier derjenige, der Daten verarbeitet und über diese Daten herrscht? Oder bin ich derjenige, der den Auftrag bekommt, über Daten, die mir zur Verfügung gestellt worden sind, diese zu verarbeiten? Ich darf dazu vielleicht kurz ergänzen, weil es
gestern oder vorgestern zu dem Thema eine interessante Diskussion gab. Wenn ich Verantwortlicher bin, trifft mich das Strafpotenzial, die Strafandrohung der DSGVO. Als Auftragsverarbeiter nicht zwingendermaßen, wenn ich nicht grobe Fahrlässigkeit etc. habe. Das heißt, wenn ich nicht klar definiere, was macht mein Auftragsverarbeiter, nämlich wirklich eine klare Rollentrennung nachvollziehbar, deswegen habe ich auf diesen Vertrag so hingewiesen, wenn das nicht nachvollziehbar dokumentiert ist, kann es mir passieren, auch wenn ich nur sozusagen das Rechenzentrum bin, wo das WordPress rennt zum Beispiel, ja, und es ist nicht klar definiert, was meine Aufgabe dabei ist und warum ich Daten verarbeite und welchen Umfang ich verarbeite, dass bei einer Strafe ich sozusagen picken bleibe, obwohl ich kein Geld davon einnehme. Ja? Das heißt, jeder, der als Auftragsarbeiter einen Auftrag annimmt, den er nicht klar definiert hat, und das kann ja schon 10 bis 17 Seiten Vertragskonvolut sein, ja? Aber es muss klar definiert sein, wer macht was und wer hat wofür die Verantwortung, sonst kann es wirklich teuer werden. Und das verdient nicht mit einem kleinen Auftrag, gerade im KMU-Bereich. Gibt es zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel? Wir haben letzte Woche eine Datenschutzprüfung gemacht bei einer Unternehmensgruppe, wo die Konzernzentrale in Deutschland liegt, 7 Tochtergesellschaften bzw. in Österreich alles Schwestergesellschaften, die untereinander natürlich im Rahmen einer internen Datenbank Daten hin und her schicken. Jetzt sitzen alle 7 Gesellschaften an der gleichen Geschäftsadresse und das Personal ist natürlich den einzelnen GmbHs zugewiesen. Die reden auch alle am Gang miteinander und verwenden die gleichen Systeme, aber trotzdem habe ich hier 8 verschiedene juristische Personen und jede dieser 8 juristischen Personen ist verantwortlicher, aber gleichzeitig auch Auftragsverarbeiter, nämlich im Auftrag für den anderen. Das wissen die natürlich nicht. Jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, hier im Rahmen einer Konzerngruppe eine Vereinbarung aufzusetzen, dass man gemeinsam verantwortlicher ist. Das heißt, ich nehme hier beide Rollen und Pflichten auf mich, definiere aber in der Vereinbarung schon hier gewisse Abgrenzungen, wer wofür zuständig ist. Das macht natürlich Sinn, wenn dann die Datenschutzbehörde bei der einen GmbH reinschaut, dann können die sagen, naja, aber in unserer internen Vereinbarung haben wir schon die Pflichten und Rechte abgegrenzt, die hätten das nicht machen dürfen, wir sind raus. Diese Möglichkeiten bestehen. Ein Beispiel, der Geschäftsführer eines Unternehmens beschließt, dass das Unternehmen X eine Marktanalyse der Kundendaten durchführt und das Unternehmen bleibt in diesem Fall der für die Verarbeitung verantwortlich. X wäre in diesem Fall lediglich Auftragsverarbeiter. Der Verantwortliche hat jetzt, und das schreibt aber die DSGVO vor, eine hohe Sorgfaltspflicht bei der Auswahl seines Subdienstleisters oder seines Vertragspartners. Die DSGVO sagt auch sehr plakativ, es müssen hinreichend Garantien geboten sein, dass hier geeignete technische, organisatorische Maßnahmen vorhanden sind. Na, wie soll ich denn das jetzt überprüfen bei meinem Vertragspartner? Jetzt haben wir schon erfahren, bei einem Kunden von uns, eine sehr große Druckerei in Österreich mit verschiedenen Niederlassungen in der EU, die haben jetzt bei einer Ausschreibung in Deutschland teilgenommen. Und jetzt verlangt das deutsche ausschreibende Unternehmen einen Nachweis hinsichtlich der Garantien, die die österreichische Druckerei hier bieten kann, dass es zu keinen Datenschutzverletzungen kommen würde. Das ist jetzt ein Pflichtdokument in dieser Ausschreibung, dass ich ein Datenschutzkonzept abgebe. Wenn ich jetzt also von meinem Vertragspartner eventuell weiß, dort sind schon ein paar Datenpannen passiert, ja, dann sollte ich überlegen, ob das hinreichend Garantien für eine sichere Datenhandhabung sind. Ist natürlich immer eine Frage, wie man das dann wirklich handhabt. Bitte. Aber genau dieser Fall, wenn es jetzt schon zu Pannen in der Vergangenheit gekommen ist, das bedeutet ja, dass das grundsätzlich einmal das Unternehmensbörse wird egal sein. Wir können das ja nicht annehmen, weil sonst sind die einfach direkt mit einem relativ hohen Risiko einmal mit einem Fuß in der Strafe. Theoretisch, ja. Richtig. Das bedeutet, ja.
Es wird ist, wer darf dann Garantien abgeben? Müssen Sie dafür zertifizieren lassen oder kann ich jetzt sagen, Zertifizierungen werden in Zukunft sicher ein Anhaltspunkt sein, ja, ob man ein gewisses Datenschutzniveau aufrechterhält, ja, in einem Unternehmen. Derzeit gibt es de facto keine Zertifizierung außer die ISO 27001. Das ist aber eigentlich eine Zertifizierung für ein Datenschutz, für ein Datenmanagementsystem. Auf dem aufbauend kann ich mich aber jetzt Datenschutz zertifizieren lassen auch noch. Und dann gibt es in der EU noch das EU Privacy Shield. Das ist ein Datenschutzgütesiegel, das eine deutsche Zertifizierungsstelle vergibt. Ich kann dazu sagen, ist ein Anhaltspunkt. Ja. Ich arbeite mit dem Herrn Professor Wörl derzeit eine Ö-Norm aus. Wir sitzen da in der Datenschutzgruppe externer Datenschutzbeauftragter oder interner Datenschutzbeauftragter und Datenschutzmanagementsystem. Das heißt, 2018 soll hier auch eine Ö-Norm kommen, wonach ich mich dann datenschutztechnisch rechtlich zertifizieren lassen kann. Wie wird man Zertifizierungsstelle? Das ist dann die nächste Frage. Dort sitzt ja die richtige. Richtig, da gibt es dann, Zertifizierungsvoraussetzungen. Da kann ich mich dann bewerben, dass ich eine zertifizierte Stelle werde. Wie genau das dann die ASI, also das Austrian Standards Institute, vornimmt, ist eine andere Frage. Ja? Aber jetzt haben wir auch nur noch Zeit. Ja, selbstverständlich. Aber bis dahin wird wahrscheinlich die ÖNO noch nicht fertig sein. Ja. Wer entscheidet über die Höhe des Schadens und über den Ersatz dieses Schadens? Na, das hängt immer dann davon ab, welche Rechte geltend gemacht werden. Ja, beim Datenschutz sind wir eher tendenziell immer bei einem immateriellen Schaden, ja, weil mein Persönlichkeitsrecht verletzt ist. Wenn es jetzt aber um einen Unternehmensschaden geht, Hausnummer, diese Druckfirma hat 1 Million Adressdaten verloren, dann kann natürlich sehr wohl auch ein anderes Unternehmen, das vielleicht davon betroffen ist, sagen, mein Image-Schaden ist so und so hoch, ja, oder ich muss mich anderweitig jetzt umschauen wegen einem neuen Vertragspartner und ich muss diesen Auftrag jetzt stornieren. Also man kann schon Schadenersatz in jede Richtung definieren, ja, im Einzelfall. Also daran wird es nicht scheitern, es gab auch schon genug Verfahren. Und in Österreich ist ja der Rechtsschutz prinzipiell dreifach möglich. Ja, entweder ich bringe eine Klage beim Zivilgericht ein wegen Datenschutz oder ich konsultiere den Ombudsmann bei der Datenschutzbehörde oder ich initiiere ein förmliches Verfahren bei der Datenschutzbehörde nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz. Noch eine Frage, kann ich als globales Unternehmen mit einem Datenschutzbeauftragten für zwei kann ich, drei ja. Es gibt einen Konzerndatenschutzbeauftragten, ja. Der ist zulässig. Ich brauche deswegen auch einen nationalen. Nein, brauche ich nicht. Nein, wenn mein Konzernsitz in Hausnummer in Brüssel ist und ich habe in Österreich, Deutschland, Frankreich, Schweden meine Zweigniederlassungen oder Tochterfirmen, dann reicht es, dass einer in Brüssel oder einer in Österreich für alle zuständig bleibt. Ja? Er muss jedoch nachweisen können, dass er die in der Landessprache auch entsprechend kommunizieren kann. Das heißt, je mehr Länder es werden, desto unwahrscheinlicher ist, dass er den Wunderwutzi findet, abgesehen von den Flugzeiten, die er hinbringen muss. Aber das ist eine gesonderte Thematik. Ja? Richtig. Ja? Gut, gehen wir kurz weiter. Datenschutzgrundsätze, im Prinzip sind 4 Themen sind wichtig. Ja? Wir haben eine gewisse Transparenz, Fairness, Rechtmäßigkeit. Und ganz wichtig ist das Thema Datensparsamkeit. Und hier hat man es eben auf die großen Unternehmen wie Amazon oder Google abgesehen. Man möchte hier nicht Data Mining betreiben und Data Analytics. Man möchte hier die Daten minimieren und hier wieder ein bisschen die Menschenrechte in den Griff bekommen, weil heute heißt es, Daten sind Macht. Und Datensparsamkeit, wie kann das jetzt in einem Unternehmen ausschauen? Schauen Sie mal in Ihren Outlook-Ordner hinein, wie viele E-Mails sind im Gesendet-Ordner drinnen, 3.000, 4.000 aus den letzten paar Monaten. Wie viele E-Mails davon brauchen Sie tatsächlich noch? Vielleicht waren da irgendwelche Anfragen an einen Brotlieferanten drinnen, kann man löschen. Ja? Technisch gesehen ist es ganz sinnvoll, wenn man dann hier Löschroutinen einführt, wie auch immer man das technisch ausgestaltet, dass man Backup-Bänder vielleicht regelmäßig löscht.
Nicht vergessen darf man aber, das kommt hier leider noch dazu, gesetzliche Aufbewahrungspflichten, die sich aber aus verschiedenen Rechtsgrundlagen ergeben können, wie zum Beispiel aus der Bundesabgabenordnung, 7-jährige Aufbewahrungspflicht gegenüber dem Finanzamt, im UGB, dann aus dem Arbeitsverfassungsgesetz, ich muss Mitarbeiterdaten 30 Jahre lang verfügbar haben. Das ergibt sich auch aus dem Bundesgleichbehandlungsgesetz. Also da gibt es auch so ein paar Daten, da muss man nachweisen können, dass man hier nicht jemanden diskriminiert hat oder jemanden eingestellt hat, obwohl wer anderer gleich gut qualifiziert gewesen wäre, etc. Und nicht ganz zu vergessen, wenn Sie Geschäfte machen und es zu einem Verfahren vom Handelsgericht kommt, dass Sie natürlich eine lückenlose Dokumentation über den Geschäftsprozess und den Ablauf brauchen, um überhaupt eine Chance zu haben, einen Richter einen Fall vorlegen zu können, wenn Ihr Geschäftspartner meint, er muss nicht zahlen, was leider auch immer öfters gerade im KMU-Bereich zu sehen ist. Dass man sagt, naja, die letzte Rate sparen wir uns, die sollen uns einmal klauen. Ne? Also sofern es jetzt technisch und kostentechnisch im Rahmen ist, wäre es sinnvoll, dass ich jetzt mit Pseudonymisierung, mit Anonymisierungsprogrammen arbeite. Muss nicht sein. Es gibt natürlich verschiedene Ausnahmen, wo ich jetzt dieses hohe Schutzniveau nicht einhalten muss. Aber grundsätzlich Transparenz, Integrität, wenn es möglich ist, technische und organisatorische Maßnahmen einzuführen, dass hier Daten sicher aufbewahrt werden und vielleicht auch sparsam, umso besser. Weil auch die DSGVO schreibt vor, ich muss meine Daten immer aktuell halten. Vielleicht habe ich jetzt die letzten 3 Jahre keinen Kundenkontakt mehr gehabt, vielleicht gibt es diese E-Mail-Adresse nicht mehr, diese Adresse, wo er vielleicht gewohnt hat, dann sollte ich grundsätzlich eigentlich schauen, dass diese Daten entweder gelöscht oder aktualisiert werden. Ist ein immenser Verwaltungsaufwand. Ob das dann in der Praxis auch tatsächlich eingehalten wird, ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich besteht die Verpflichtung. Ja? Weniger speichern und, glaube ich, weniger warten. Genau. Für die Techniker natürlich. Bitte. Aber ich weitergebe die Verpflichtung im Sinne dessen, dass ich brauche sowieso ein Vertragswerk dann in irgendeiner Form, dass das regelt. Und dann schreibe ich halt rein, ja, der Kunde ist einfach verpflichtet, mich umgehend zu informieren. Ansonsten ist die Annahme, dass das stimmt. Könnten Sie versuchen, aber ob das durchsetzbar ist, glaube ich nicht. Ja, es wäre natürlich sinnvoll, es ist in der Regel auch in vielen Verträgen drinnen, dass man ja bei Änderungen verlangt ja zum Beispiel auch das Unternehmensserviceportal oder die Datenschutzbehörde selbst, wenn sich Unternehmenskennzahlen oder Datenansprechpersonen ändern, dann ist man verpflichtet, binnen angemessener Frist das bekannt zu geben. Genauso bei der Gewerbebehörde, wenn ich einen neuen gewerberechtlichen Geschäftsführer habe, der ausgeschieden ist, muss ich die Daten aktualisieren oder einen neuen anmelden. Das runtergebrochen auf Datenschutz wäre natürlich sinnvoll. Die Frage ist, wer tut sich das dann tatsächlich an? Ja, die Daten zu sichten und zu schauen, was brauche ich davon überhaupt noch? Deswegen meine ich ja, dass ich das auch mache. Jederjenige, den er bereinigen muss, kann. Wird sich vermutlich trotzdem nicht davor retten, ja, trotzdem schon, ja, aus eigenem auch noch dafür zu sorgen, dass hier die Daten grundsätzlich richtig bleiben. Wenn ich das so alles höre, würde ich mal denken, ich glaube nicht, dass es da diese Vorstellung im Sinne, dass man die Konkurrenz einfach mal anschwärzt bei der Datenschutzkommission, beziehungsweise dass es irgendwelche finden Rechtsanwälte gibt, die mich dann Unternehmen abmahnen, weil sie an sich vermeintlich irgendwelche Datengeschichten verletzen. Die Missbrauchsgefahr ist realistisch, ja. Die Datenschutzbehörde wird auch nur auf Anlassfall selbst tätig. Ja? Das heißt, es kann nicht so wie die Kartellbehörde einfach nachschauen kommen, was hier eigentlich vor sich geht, sondern ich brauche hier schon grundsätzlich über eine Whistleblower-Hotline, die Datenschutzbehörde einführt. Aber ich muss natürlich als derjenige, der anprangert oder als Querulant, muss ich natürlich auch glaubhaft machen, ja, dass es dort zu irgendwelchen datenschutzrechtlichen Problemen kommt.
ob die Datenschutzbehörde dann tatsächlich tätig wird. Vor allem in der derzeitigen Ausstattung, und sie wollen zwar aufstocken, aber... Genau. Jetzt halten wir es mal ein, angenommen, ich bin ein Telekom-Unternehmen, das ist doch es hundertprozentig, dass irgendein Kunde mich dann anschwärzt, weil irgendwas nicht passt. Ist ja einfacher. Eine WordPress-Seite, wo unten irgendwo, wo man sich registrieren muss, und unten ist das Hackerl, ja, ich möchte den Newsletter bekommen, per Default angeklickt. Ist ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Das wäre jetzt schon. Ja, aber da kostet es dann 2% oder 10.000 oder 10 Millionen Maximum. Also, ich sehe jetzt eine goldene Zeit. Hängt davon ab, also es werden sicher die meisten Fälle werden nicht geahndet werden, ja, weil die Datenschutzbehörde... Es hängt davon ab, richtig, ja, aber die Strafe muss natürlich auch angemessen sein, also hier ist nicht das Ermessen, dass ich die Höchststrafe jedes Mal aussprechen kann, sondern es gilt hier um die Leistungsfähigkeit und um die Angemessenheit natürlich auch, ja. Und da sollte wirklich die Höchststrafe verhängt werden für eine Banalität, dann gehe ich damit vor Gericht und werde wahrscheinlich damit auch gewinnen. Aber in dem Fall gewinnt halt immer der Rechtsanwalt. Das ist so, wenn ich als Unternehmen so irgendwie nachweisen kann, ich habe mich eh mit dem Thema beschäftigt und habe so zwei, drei Maßnahmen getroffen. Gibt es eine Vermahnung? Ja, dann ist eh alles fein zu sehen. Genau. Weil das jetzt alle... Da alles perfekt machen, ist ja ausgesprochen. Vielleicht muss man noch korrigieren. Also, erstens einmal möchte ich auffordern, Don Schulte, der Messenger. Also, der Magister Rafling hat es nicht geschrieben. Ja. Aber er ist Anwalt. Ja. Wir wissen und wir wollten das an und für sich von erstens leid haben, aber ich nehme es weg. Don Schulte, der Messenger. Es wird jeder emotional, und wir haben es auch sehr emotional schon mit der Politik versucht zu diskutieren. Wir wollen im Gegensatz zu vielen anderen bei diesem Abend wirklich versuchen aufzuklären, was es gibt. Die Schlüsse, die man daraus zieht, welche Aktionen man daraus zieht, sind ein zweites Paar Schuhe und ist eine Folgeaktion und obliegt natürlich immer der Risikoabschätzung des Unternehmens. Aber die Politik hat uns hier in diesem Raum gesagt, du warst, glaube ich, dabei, ja, das soll abschrecken, das soll wehtun. 10 Millionen Euro, na, das Unternehmen in Österreich zeigt mir, dass ich das leisten kann. Ja. Da gibt es große Internationale, die ein Problem kriegen, wenn sie das zahlen müssen. Ja. Abgesehen von der Konzernregelung. Ja, ja, aber wie gehe ich mit dem Thema um? Also, ich habe fast keine Mitarbeiter mehr, die nichts mit Daten zu tun haben. Das ist es, genau. Die Mitarbeiter darauf sensibilisieren. Schulungen, das ist Training, in Wirklichkeit Prozesse, das Hauptanliegen. Betrieb einstellen. 30% Nein. Irgendwann die Laufzeit begleiten. Schulen und die Produktion war bestimmt nicht. So schlimm wird es auch nicht sein. Zum Beispiel in den Unternehmen, die wir jetzt geprüft haben, wird sich in der Regel nichts ändern. Wenn man technisch im Hintergrund diese Sachen vorbereitet, dann gibt es hier auch keinen so großen Verwaltungsaufwand. Ja. Und unabhängig davon, es gibt ja auch Ausnahmeregelungen, zu denen kommen wir eh gleich, wo mein Verwaltungsaufwand wesentlich geringer wird. Ja. Was bewusst sein soll, ist, wenn zum Beispiel jetzt irgendeine Person anruft, ja, und Auskunft gerne hätte über irgendwelche Daten, dann sollte ich einfach nicht über das Telefon, ohne diese Person identifiziert zu haben, diese Daten bekannt geben. Ja, eingeschränkte Auskunft. Ich sollte nicht über meinen Messenger, WhatsApp, Desktop, den ich vielleicht installiert habe, irgendwelche Dokumente rausschicken an Freunde. Ich sollte vielleicht aufpassen mit der privaten Nutzung von Facebook und anderen Social Networks im Rahmen meiner Arbeitszeit, auf dem PC, auf dem ich arbeite. Das sind so Themen. Ja? Und man kann natürlich auch, wir haben auch herausgefunden, dass in den Unternehmen teilweise 20 Leute Zugriff auf Daten haben, die eigentlich diese Daten gar nicht brauchen. Wenn ich ein Rechtemanagement einführe, dass nur eine Person diese Daten abrufen darf, bin ich schon aus dem Schneider. Wie soll der andere Mitarbeiter denn diese Daten überhaupt bekommen? Und das sind Themen, wo man die Mitarbeiter sensibilisieren kann. Ja? Ist ein emotionales Thema. In der Regel ist es immer der CEO, der dann laut aufschreit, weil der hat Angst vor den Strafen.
Aber nichtsdestotrotz, weltweit ist einfach der Datenhandel und der Umgang mit Daten ausgeufert und das möchte man mit dieser Datenschutzgrundverordnung ein bisschen wieder reduzieren, ja, und die Leute einfach wieder ein bisschen dazu bekommen, aufzupassen. Ja, Problem sehe ich aber schon sehr wohl bei der Belegschaftsvertretung. Die hat auf der einen Seite ziemlich einen umfangreichen Zugriff auf Daten, auf der anderen Seite natürlich auch, habe ich das Risiko, dass über den Zugriff dieser Daten wieder irgendwas passiert. Ne? Ja, aber Ihre Verpflichtung ist ja auch nur, insofern darauf zu achten, dass die Daten rechtmäßig verarbeitet werden und im richtigen Umfang. Ja? Wenn jetzt ein Belegschaftsvertreter da diese Pflichten einhält, dann haben Sie auch theoretisch kein weiteres Problem, richtig? Ja? Nur eine ganz kurze Frage zu dem Punkt. Wenn man das jetzt tut, dann checkt irgendwer für Kategorie, für sagen wir, diverse Unternehmensgrößen, so vom EBU bis sagen wir, zum 500 Mitarbeiter-KMU oder sowas, einfach einmal eine Kostenschätzung, eine realistische gemacht, was das kostet. Der Verwaltungsaufwand für das Unternehmen selbst. Nein, einfach. Wenn ich das jetzt implementiere, vielleicht schließen Sie das. Wir haben das versucht, mit der Politik vor der Wahl anzudiskutieren, aber da waren es mehr auf Stimmenfang. Nein, also ich kenne keine Untersuchung dazu. Es ist auch eine Frage, wie weit ist das Unternehmen bereits? Da gibt es so im IT-Management-Bereich diese Maturity Levels, ich weiß nicht, ob die Begrifflichkeit sind. Wenn ich von null komme, wenn ich mir heute, wenn ich das jetzt so salopp sagen darf, nichts um Daten pfeife und mir ist wurscht und WhatsApp und Google Drive und ich schiebe das alles hinher und ist eh wurscht und dort klaue ich mir ein paar Daten von Herald und das Telekommunikationsgesetz geht mir an der Backe vorbei, Hauptsache ich verkaufe, was auch immer ich verkaufen will, dann wäre ich einen unheimlichen Weg hinhaben in Richtung Compliance. Andere Unternehmen, und ein paar davon sitzen herinnen, die schon seit langer Zeit logischerweise mit einem Rechtesystem arbeiten, wo natürlich nicht jeder Mitarbeiter zugreifen kann. Na, selbstverständlich ist es in mittelständischen Unternehmen ganz klar, dass niemand auf Personaldaten zugreifen darf, außer dem Betriebsrat, der Personalmanagerin und den zwei, drei Mitarbeitern im Personalbüro. Punkt, Ende, aus. Nur wenn ich mich bis heute nicht darum gekümmert habe und das ist natürlich, damit ist die Hürde extrem hoch. Ich darf und einfach, wenn die WKO zum Beispiel das macht, bitte, was in den Vertragsvorlagen dieses Sinnes solches, die Werkzeit davon lenkt, mit diesen Kosten haben sie zu rechnen. Das wird's nicht geben, weil es einfach so einzelfallabhängig ist, ja, welche Implementierungsmaßnahmen notwendig sind, ob überhaupt welche, dass ich einfach von vornherein nicht abschätzen kann. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Unternehmen gehabt aus der Reiseveranstalterbranche. Die haben natürlich extrem viele Datenübermittlungen nach Tunesien, nach Jamaika, wo auch immer hin, ja, sehr viele Länder ohne hohem Schutzniveau, auch Iran, wenn ich dort eine dreiwöchige Reise mache und was bekommt das iranische Hotel von mir? Die Reisepassdaten, die Kontodaten und so weiter, alles sensible Daten in der Regel. Ja. Und in diesem Fall habe ich aber prinzipiell ohnehin die Ausnahmeregelung, dass die Datenübermittlung ins Ausland, in dem Fall jetzt Tunesien oder in den Iran, zulässig ist, weil ich das einfach für die Vertragserfüllung brauche. Genau. Jetzt ist dort überhaupt nichts zum Implementieren. Die haben dort 4 oder 5 Mitarbeiter. Ein Register müssen sie gar nicht führen. Und unabhängig davon, technisch arbeiten die halt auf irgendeinem Programm, das schon ein sehr hohes Schutzniveau bietet und deswegen sind noch keine Folgekosten dort entstanden. Und jetzt bei diesem großen Unternehmen, von dem ich vorhin erzählt habe, mit diesen 7 Gesellschaften in Österreich, die Muttergesellschaft in Deutschland, da ist das technische System auch dermaßen gut, ja, dass ganz wenige Handgriffe notwendig waren, um hier technisch ein angemessenes Schutzniveau auszuarbeiten. Und rechtlich gesehen führt man jetzt einfach eine zuständige Person ein, wir kommen dann eh gleich noch dazu, wegen den Auskunftsrechten und den betroffenen Rechten. Und ein Beispiel zum Beispiel für die HR-Abteilung ist, die haben für die Lohnverrechnung
haben die natürlich Anmeldeformulare für die Wiener Gebietskrankenkasse. Jetzt schreibe ich dort natürlich Name, Datum, also Geburtsdatum, eventuell Adressegehalt hinein. Und die übermitteln das dann an den externen Personalverrechner, der ist in diesem Fall Dienstleister für das Unternehmen. Und mitgeschickt haben sie diesem Unternehmen Reisepasskopie, Kontokartenkopie, also Bankomatkartenkopie, Meldezettel. Im Meldezettel ist in der Regel auch das Religionsbekenntnis im Übrigen drinnen. Bekenntnis. Ja, verschiedene Daten. Und dann frage ich, wofür braucht euer externer Personalverrechner eigentlich den Reisepass? Wofür brauchen die den Meldezettel? Geht die doch gar nichts an. Dann hat er gesagt, aha, dann werden wir in Zukunft einfach diese Daten nicht mehr übermitteln, sondern nur das Anmeldeformular. Und schon habe ich wieder Datensparsamkeit eingehalten und brauche auf weitere Aspekte gar nicht mehr Bezug nehmen. Also ja. Man hilft das Lesen. Ne? Genau. Also wenn ihr einmal bei der Wiener Gebietskrankenkasse macht, jeder der Unternehmer hat das schon öfters einmal machen dürfen, vielleicht auch eine Abmeldung. Es ist ja das Formular nicht so komplex. Ja? Sinnerfassendes Lesen hilft bei der Datenübermittlung. Und wenn ich dann halt den Reisepass und bis hin zum Bluttest alles mitschicke, ja, das ist, lässt sich sehr leicht korrigieren. Und korrigiert, aber viele von den Dingen, die jetzt eingefordert werden und jetzt halt mit dem Hammer der Strafen, sind Dinge, die jetzt eigentlich auch schon vorgeschrieben wären. Genau, nur halt nicht. Richtig. Ja. Jetzt wird es okay. Genau. Ja, was hat diese neue Verordnung jetzt für Auswirkungen auf die bisherige, auf das Datenschutzregister? Das Datenschutzregister wird abgeschafft mit 25. Mai 2018. An die Stelle des Datenschutzverarbeitungsregisters tritt die sogenannte Rechenschaftspflicht. Das ist eine Selbstverantwortung des Unternehmens, zu wissen, welche Daten sie erhebt, zu welchem Zweck, aus welchem Grund, wie lange und wofür überhaupt. Ja? Diese Rechenschaftspflicht muss ich einhalten können gegenüber einem Betroffenen, der sagt, ich hätte gerne ein Recht auf Auskunft, aber auch gegenüber natürlich der Behörde. Und ich sollte in der Regel dokumentationsmäßig nachweisen können, welche Daten ich über wen wie lange gespeichert habe. Und warum? Zu der Ausnahme kommen wir dann eh gleich. Deswegen bei dieser Folie, das Unternehmen sollte sich bewusst sein, wer bin ich, was mache ich mit den Daten, woher habe ich meine Daten, warum habe ich diese Daten, habe ich die aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung, habe ich die aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung, sind das vorvertragliche Verpflichtungen zum Beispiel, es gibt unterschiedliche Rechtsgrundlagen, warum ich diese Daten bekommen habe. Ich kann natürlich auch bei Herold Datensätze zukaufen, ist zulässig. Bei der Zustimmung, wie gesagt, wir haben jetzt sehr viel über Einwilligungserklärungen gesprochen. Die Einwilligungserklärung, das ist immer so ein Thema. Wenn ich sie haben kann, dann sollte ich sie mir holen. Es gibt aber natürlich auch eine konkludente, das heißt stillschweigende Zustimmung. Und bei einer vertraglichen Erfüllung zum Beispiel, wenn ich Hausnummer einen Reinigungsdienst anstelle und hier im Rahmen des Vertragsverhältnisses jetzt Daten verarbeitet werden oder ich eine Kundendatenbank habe, dann brauche ich in der Regel keine Zustimmungspflicht, ja? Weil schon der Vertrag nur natürlich mit bestimmten Daten abgewickelt werden kann. Bei sensiblen Daten schaut das aber ganz anders aus. Wenn ich jetzt Daten über Religionsbekenntnis etc. habe, dann sollte ich auf jeden Fall eine Einwilligungserklärung bekommen. Nicht aber jetzt zum Beispiel wiederum die Personalabteilung, weil eine Personalabteilung muss natürlich in der Regel zwangsläufig auch das Religionsbekenntnis als sensibles Datum verarbeiten, weil es möchte ja wissen, welcher meiner Mitarbeiter ist an welchen Feiertagen trotzdem da. Ja, das heißt, es gibt hier eigentlich eine gesetzliche Rechtfertigung, dass ich hier Daten ohne Zustimmungserklärung verarbeiten darf. Vielleicht eine generelle Ergänzung noch. Die EU wollte, so wurde es uns also auch erzählt von Politikern, will ja mit der Datenschutzgrundverordnung nicht den Datenaustausch innerhalb der EU verhindern, ganz im Gegenteil. Sie möchte nur, dass die personenbezogenen Daten
sensibel und sorgfältig behandelt werden. Ja, es geht ja eigentlich um unseren Schutz. Wenn ich nehme, dass ich pro Tag, wenn ich ein Tesla vor 1 Gigabyte an Daten an Tesla übermittle und was man daraus lesen kann, und ich glaube, du hast es einmal gesagt, Metadata kills, ich brauche gar nicht mehr das Word-Dokument cracken, es genügt die Metadaten, die dahinter stecken, um mich transparent zu machen. Und das soll eingeschränkt werden. Ja. Es tut natürlich auf der anderen Seite für das, wenn man sich um Datenmanagement bisher nicht gekümmert hat, kann es weiter. Entschuldigung. Ja, ganz richtig, ja. Gut, das haben wir auch schon durchgekaut. Wie gesagt, wenn wir jetzt wieder zurück auf zum Beispiel eine Homepage kommen und ich habe dort ein Kontaktformular und ich möchte da meine Daten eingeben, dann gibt es in der Regel immer irgendwelche Datenschutzklauseln, die dort vorgesehen sind. Bisher war es üblich, dass diese Checkboxes schon vorangeklickt waren, das gilt in Zukunft nicht mehr. Ich muss hier ein aktives Tun implementieren, das heißt, ich muss den User, der jetzt zustimmt, dazu bringen, dass er diese Checkbox anklickt. Das heißt, ich drehe eigentlich das System einfach um. Wie verhält sich das bei schriftlichen Geschichten? Ich denke jetzt daran, ich habe zum Beispiel in einer Autowerkstatt einen Reparaturauftrag gegeben einmal, ja, und da ist dann gleich gestanden und die Daten werden verarbeitet, hausintern, und wir geben es auch gleich weiter für Werbung und was noch alles. Und wie wird das jetzt getrennt werden in Zukunft? Gilt es dort genauso oder nicht? Oder muss es getrennte Hacker geben, auch auf Papier? Na, das gilt dort grundsätzlich natürlich auch. Ja. Wie gesagt, eine schriftliche Zustimmung wäre sinnvoll, aber sie kann natürlich auch mündlich erteilt werden. In der Regel sind aber in den AGBs schon Datenschutzbestimmungen oder Datenschutzklauseln implementiert. In Zukunft kommt aber dazu, dass ich den Betroffenen darüber informieren muss, dass er ein Widerspruchsrecht hat. Ja. Und was diese Klauseln an sich betrifft, so dürfen die nicht sehr weit gefasst sein, aber auch nicht zu eng gefasst sein. Zu sagen, ich gebe sie zu eigenen Marketingzwecken an Dritte weiter, ist unzureichend. Das heißt, diese Klausel ist ungültig, nichtig. Ich muss genau die Namen der Unternehmen, an die ich die Daten weitergeben möchte, auch anführen. Natürlich ist dort eingestanden, dass ich widersprechen kann. Nur jetzt muss ich es einmal unterschreiben oder muss ich es zuerst durchstreichen, dass es nicht gilt. Also damals. Ich war gestern beim Christoph Scholl, der auch einen Vortrag dazu gehalten hat, und der hat explizit ausgeführt, dass du diese ganzen Passagen nicht mehr an die Dienstleistungserbringung anknüpfen darfst, sondern wenn dann, also du darfst es nicht in die AGB hineinschreiben, super. Wenn dann musst sie dürfen es nicht mehr mit der Leistungserbringung kombinieren. Sehr, sehr super spannend. Also was auch sehr, sehr interessant wird. Ja, ja. So. Der Ernst wird rein, weil genau. Da Formular, O Formular und nur Checkboxen. Weil es nicht transparent genug ist, ja. Gut, Kinder haben wir schon gehabt, bis 16 Jahre auf jeden Fall die gesetzlichen Vertreter. Und wie gesagt, Rechenschaftspflicht, hier das Thema, ich muss mich immer rechtfertigen können, warum ich die Daten habe und von wem. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeit, das war jetzt eigentlich das Horrorwort in der DSGVO. Ich muss jetzt mitschreiben, welche Daten ich von wem verarbeite, für welchen Zweck, warum, wie lange speichere ich etc. Das ist ein immenser Verwaltungsaufwand, das kann ich aber eventuell technisch mit irgendeinem Logfile im Hintergrund vielleicht verbinden, wo das automationsunterstützt schon mit archiviert wird. Aber es gibt eine Ausnahme und die ist ganz wichtig, grundsätzlich nur Unternehmen über 250 Personen. Dort bin ich jedes Mal in der Pflicht. Ich habe aber eine Ausnahme. Das heißt, jedes Unternehmen, das kleiner als 250 Mitarbeiter ist, braucht hier kein Verfahrensverzeichnis führen, außer ich verarbeite hochriskante Daten, sensible Daten. Ich habe eventuell neue Technologien in Anwendung, zum Beispiel IoT-Prozesse, Industrie 4.0, wo ich vielleicht ein relativ hohes Risiko habe, wenn ich Daten verarbeite. Da bin ich trotzdem in der Verpflichtung, auch ein Datenverarbeitungsregister intern zu führen. Ja?
medizinische Daten nicht. Richtig, genau. Ja, also es hängt immer vom Unternehmen ab, von der Unternehmensgröße und natürlich von der Art des Datums, das ich bei mir im Unternehmen speichere oder verarbeite. EU-Ausland haben wir vorhin schon gehabt. Wenn wir jetzt zurück zu China kommen, entweder ich habe ein angemessenes Schutzniveau, das mir die EU bestätigt durch eine Verordnung, oder ich habe eine ausdrückliche Zustimmung des Partnerunternehmens, oder ich brauche es für die Vertragserfüllung. Also in der Regel komme ich immer, fast immer, in diese Kategorien hinein, dass eine Ausnahme besteht, dass die Datenschutzbehörde in Österreich einer Auslandsübermittlung zustimmen muss. Ja? Standard-Datenschutzklauseln, das sind Klauseln, die genehmigt werden von der EU-Kommission. Dort, wenn ich eine von diesen anwende, bin ich in der Regel auch vom Schutzniveau her ausreichend. Zertifizierung. Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal denke an China, wäre die Daten- oder die Personenüberwachung noch wesentlich verschärft und so weiter, wo man gerne Passwort. Wo das eigentlich hingeht, wie schaut das dann aus? Das müsste eigentlich, wenn ich als Österreicher mit denen an Datenaustausch mache, eigentlich evaluieren, was hat sich da geändert? Es hängt natürlich auch von den nationalen Bestimmungen in China ab, wie hoch dort das Datenschutzniveau ist, ob es überhaupt datenschutzrechtliche Bestimmungen gibt. Ja. Wenn es die nicht gibt, dann sollte ich zumindest bei meinem Kunden eine Zustimmung einholen, dass ich diese Daten auch ins Ausland tatsächlich übermitteln darf. Ich kann aber pro forma halber natürlich auch einmal bei der Datenschutzbehörde einen Segen einholen und sagen, ich habe vor, diese Daten in China zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, ob da irgendwas dagegen spricht, kann man natürlich auch machen. Ob die Datenschutzbehörde dann schnell genug reagiert oder ihnen wirklich das erwünschte Ergebnis bringt, ist dann eine andere Frage. Vielleicht ein kleiner organisatorischer Hinweis noch. Es ist sehr viel Interesse, da freut uns, und wir machen auch gerne meines an das Thema. Wir haben auch nachher noch, also nicht gleich davor, sondern wir haben auch noch Stärkung und Getränke für Sie vorbereitet. Nur dann nicht sagen, jetzt muss ich gleich weg, weil sonst wissen alles, wie das essen und ich bin schon breit genug. Das ist das eine. Und vielleicht manche Dinge möchte ich auch vielleicht fairerweise mit dem Anwalt sagen, bedürfen einer genauen Prüfung und kommen halt sehr auf den Fall davon. Das heißt, das bitte auch immer mit Vorsicht, das sind jetzt Aussagen, die wir hier auch treffen, die schon nicht falsch sind, aber im Einzelfall vielleicht auch noch einmal genau anschauen können. Bitte. Dieses Slide speziell wahrscheinlich die Kombination, die wir vorher gesagt haben, es müssen jetzt Drittfirmen genannt werden, an die Daten weitergeleitet sind. Oder genau. Speziell der letzte Aufsatz, Cloud-Anwendung. Wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, da glaube ich, betreiben die wenigsten selbst genügend IT, dass sie nicht irgendwo wirklich Cloud-Anwendungen haben, sei das ein Office von Microsoft oder Google oder wie halt alle einfach die E-Mail-Anbieter heißen. Ja. Muss ich die dann nennen? Oder? Naja, Sie übermitteln ja mittels der Cloud Daten ins Ausland. Ja, wenn der Cloud-Server nicht in einem Land liegt, wo ein angemessenes Schutzniveau besteht, ja, oder andere Ausnahmen bestehen, dann sollte ich meinem User, dessen Daten ich verarbeite, schon sagen, wir übermitteln die Daten in die Cloud und der Cloud-Server liegt hier in China. Oder in der USA. Oder in der USA, ja. Ja, aber ich muss nicht weiß nicht, wo die Cloud-Daten. Das ist ein Problem, deswegen. Ganz genau. Und da kommt der Techniker dann. Das ist technisch und vertragstechnisch, sowohl mit Microsoft und Google. Entschuldigung, vergessen. Ich wollte da widersprechen, das stimmt so nicht ganz. Sowohl Microsoft wie Google und auch andere, Amazon etc., haben sehr klare Regelungen, in welchen Datacenter sie welche Daten haben, wenn ich es entsprechend einfordere. Natürlich, die absolute Sicherheit kann ich nie haben, aber wenn ich zum Beispiel Office 365 das Datacenter in Irland von Microsoft auswähle, dann kann ich als Unternehmen davon ausgehen, dass sie in Irland sind.
Kann ich es überprüfen? Nein, natürlich nicht. Ich kann deswegen nicht nach Irland fliegen. Ne? Und die meisten großen Anbieter haben mittlerweile schon entsprechende Erklärungen, dass wenn ein europäischer Kunde, ja, also die bereiten sich ja auch auf das jetzt auch schon wesentlich professioneller vor als so viele andere Unternehmen. Ich muss nur aufpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine Webseite zum Beispiel vom Ernst machen lassen auf WordPress, ja, und da mache ich jetzt einen Shopify-Button drauf und sage, und jetzt geh einkaufen, dann muss ich natürlich schon erwähnen, dass Shopify in der USA rechnet, ja, und in der USA das Rechenzentrum hat, wenn ich dort das Service nutze. Und das muss ich meinen Kunden sagen, die wollen vielleicht nicht, dass die USA die Kreditkartennummer hat. Kennt ja sein. Oder der Payment-Anbieter oder der Flyer, muss ich den Namen des Unternehmens nennen? Muss ich sagen, liebe Leute, wenn du mit mir über E-Mail redest, dann geht es über Google oder reicht es einfach nur zu spezifizieren? Nein, reicht, dass Sie sagen, Sie übermitteln die Daten ins EU-Ausland. Ja? Und in dem Fall haben Sie auch wieder eine ausdrückliche Zustimmung bzw. auch die vertragliche Abwicklung und die vertragliche Abwicklung ist ja schon wieder eine ausreichende Rechtfertigung, dass Sie Daten ins EU-Ausland übermitteln. Ja? Das würde sonst ausufern. Datenschutzbeauftragter, ganz kurz, die DSGVO sagt, wenn eine Kerntätigkeit der Datenverarbeitung vorliegt, bin ich verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Was ist eine Kerntätigkeit? Kerntätigkeit heißt, wenn ich nicht nur hier und da Daten verarbeite, sondern zum Beispiel eine Meinungsforschung betreibe, wenn ich ein Analysezentrum bin. Es gibt verschiedene Arten der Kerntätigkeit, wo ich einfach die ganze Zeit nur Daten verarbeite. Jeder andere wird in der Regel Daten nur hier und da verarbeiten, beziehungsweise zur Vertragserfüllung, Kundendatenbank etc. Das heißt, ich komme da nicht in eine Kerntätigkeit hinein. Ist eine Ausnahme. Ja, also die Lohnverrechnung natürlich, aber das ist, also wenn man hier jetzt nur wegen der Lohnverrechnung in jedem kleinen Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten verlangen würde, dann wäre das natürlich. Bitte? Steuerberater braucht man zum Beispiel. Steuerberater auch nicht zwangsläufig, weil er ja jetzt, das wird kompliziert. Der Lohnverrechnungsdienstleister, der reine Lohnverrechnungsdienstleister, ja, der nicht auch eigene Daten verarbeitet, da kann man dann natürlich im Einzelfall auch schon wieder diskutieren. Ja. Wenn eine Abteilung ausschließlich mit Datenverarbeitung beschäftigt wird, die jetzt nicht die Lohnverrechnung ist? Muss man sich im Einzelfall anschauen, ja, welche Auswirkungen das auf das gesamte Unternehmen hat. Ja? Weil es geht hier dann nicht um Organisationseinheiten, sondern dann geht es tatsächlich um die juristische Person. Ja? Beim Datenschutzbeauftragten, wenn man tatsächlich herausfindet, relativ mühsam das herauszufinden, ob man wirklich eine Kerntätigkeit ausübt, aber sollte man darunter fallen, dass man wirklich einen Datenschutzbeauftragten braucht, dann ist das in der Regel ein Wunderwutzi, der muss juristisch und technisch gebildet sein, er muss weisungsfrei gestellt sein gegenüber dem Vorstand, gegenüber der Geschäftsführung, er darf nicht diskriminiert werden, er muss die Möglichkeit haben, Fortbildungskurse zu machen, etc. etc. Richtig, ja. Und so wie in Deutschland, dort ist das mittlerweile eine ganze Dienstleistungsbranche, externer Datenschutzbeauftragter, ich kann das natürlich in Österreich schon relativ gut voraussehen, dass das kommen wird, ist ein anderes Thema, aber natürlich Datenschutzbeauftragte, das ist relativ schwierig. Ja. Die Unternehmen überlegen sich dann eventuell, ob ich einen externen Datenschutzbeauftragten bestelle im Sinne eines verwaltungsstrafrechtlich Verantwortlichen, so wie ein gewerberechtlicher Geschäftsführer, der dann dafür haftet. Nein, diese Pflicht wollte die DSGVO nicht einem Externen aufbürden, dass man hier dann 20 Millionen Euro Strafe zahlen muss. Es wird auch in der Regel jeder externe Datenschutzbeauftragte dann in einer eigenen Datenschutzdienstleistungsvereinbarung, wo er bestellt wird als Datenschutzbeauftragter, seine Haftung beschränken und ganz sicher nicht der Adressat dann der EU-Strafen sein. Und vielleicht noch zur Ergänzung, wer jetzt glaubt, super, den unbeliebtesten Mitarbeiter, den ich habe, mache ich zum Datenschutzbeauftragten, weil den kann ich dann so richtig wirken, wenn sie mich strafen. Nein,
ja, weil das Datenschutzrecht sich mit dem Arbeitsrecht hier überlagert und die Verantwortung nach dem Arbeitsrecht für die Fehler eines Mitarbeiters trägt wer? Das Unternehmen, die juristische Person und nicht der Mitarbeiter. Also zu sagen, ich hole mir Ärm jetzt, weil er ist ein Frecher und deswegen, und wenn es mit Bienen, Biene Ärm mit einem Regressanspruch, außer bei grober Fahrlässigkeit oder ja, Vorsatz. Und der Datenschutzbeauftragte hatte nur eine beratende Funktion. Entscheiden muss er dann immer noch die Geschäftsführer und die kriegen auch dafür gezahlt und kriegen das Risiko in Geld abgegolten. Also richtig, ja. Also das ist natürlich, da gibt es in Deutschland gibt's verschiedene Analysen und Statistiken. Es rechnet sich der externe Datenschutzbeauftragte fast immer. Erstens, weil er weniger Stunden Aufwand hat. Zweitens, weil er in der Regel eh schon vorgeschult ist und seine Fortbildungsmaßnahmen selbst verantwortet. Und das ist natürlich ein Thema. Aber das trifft natürlich jetzt auch ganz kleine Unternehmen, weil wir haben zum Beispiel jetzt einen Klienten, die Medizinprodukte herstellen und da werden jetzt zum Beispiel Dialysegeräte werden dort hineingetragen vom Krankenhaus und da sind Speicherchips drinnen, das weiß wiederum das Krankenhaus nicht. Und jetzt bekommt natürlich unser kleines Unternehmen, das Medizinprodukte vertreibt, jedes Mal blutangeschmierte Dialysegeräte, wo Chips eingebaut sind und verfügt dann über heikle, sensible Daten mit Patienten, Daten etc. Die brauchen jedenfalls einen Datenschutzbeauftragten, ja, weil es einfach heikle und sensible Daten betrifft. Medizintechnik. Ganz genau. Ja. Gehen wir schnell weiter. Betroffenenrechte, ich habe ein Recht auf Information, was ist bei mir gespeichert, Auskunft und Datenübertragbarkeit habe ich auch. Es kann jeder Betroffene sagen, ich habe bitte das Recht auf Löschung bei euch oder meine Daten mögen berichtigt werden oder in Zukunft bitte nicht mehr folgende Daten verarbeiten, XY. Und das spießt sich natürlich jetzt mit gesetzlichen Verpflichtungen der Datenaufbewahrung. Es kann jetzt nicht irgendein Kunde kommen und sagen, bitte meine Daten jetzt löschen und das widerspricht jetzt aber der Aufbewahrungspflicht gegenüber dem Finanzamt. Ja? Also man sollte schon schauen, ob es gesetzliche Aufbewahrungspflichten gibt. Diese Daten darf ich natürlich nicht löschen und das ist auch ein Rechtfertigungsgrund. Ob das jetzt Tür und Angel öffnet für irgendwelche Querulanten, die wissen wollen, welche Daten sind dort gespeichert, das ist natürlich dann ein Thema für das Unternehmen, weil in der Regel sollte ich jetzt auch einen Verantwortlichen in meinem Unternehmen implementieren. Die Anlaufstelle ist für diese betroffenen Rechte, das heißt eine Person sollte alle Anfragen bearbeiten, sollte binnen angemessener Frist laut DSGVO spätestens einen Monat später eine entsprechende Reaktion geben und wenn ich all diese Vorschriften nicht einhalte, dann kann natürlich die Datenschutzbehörde schon wieder anrücken und mich verwaltungsstrafrechtlich ahnden. Wobei ich ja das alles relativ schnell beantworten kann, wenn ich mich im Vorfeld schon mit den ganzen Themen auseinandergesetzt habe. Eine kleine Ergänzung, weil ich auch das schon gehört habe in der Beratung, dass ein Unternehmen gesagt hat, ich spare mir die Kosten, das machen wir, wenn es mit erwischen, machen wir das dann. Nur zur, also wenn die Datenschutzbehörde kommen sollte in dieses Unternehmen und dieses Unternehmen prüft, dann sind natürlich die Maßnahmen, die er sowieso hätte setzen müssen, zu setzen unter Androhung der Strafe und sollte er noch eine Strafe ausfassen, weil es wirklich, ich sage mal, grob fahrlässig ist, was er gemacht hat oder es ihm einfach wurscht war, so wie wenn Sie sagen, jetzt habe ich 3 Promille, aber ich fahre trotzdem ein bisschen mit dem Auto. Wenn Sie einen Unfall bauen, kennt das Gesetz da leider keine Gnade. Das heißt, die Kosten spart sich das Unternehmen am Ende des Tages so oder so nicht. Die Frage ist nur, geht es langsam und sukzessiv an, sodass es verarbeiten kann, oder dann sollte mir die Datenschutzbehörde ins Haus kommen und dann muss es aber schlagartig angehen. Ich kann aber natürlich auch zusperren, das ist ja auch kein Problem. Ne? Die Strafen muss ich natürlich trotzdem zahlen, weil das bleibt ja am Geschäft, also am Vorstandsvorsitzenden, Geschäftsführer hängen. Ne? Mhm. Also, Vorsicht. Das Leitungsorgan in der Regel, ja, ist verantwortlich nach außen. Ja. Bei den Vertragspartnern waren wir schon, die Überprüfung, ob die hinreichend Garantien bieten, dass ein angemessenes Schutzniveau vorhanden ist. Technische Grundanforderungen brauchen wir jetzt gar nicht weitermachen. Datenschutz durch Technik, Privacy by Design und Default haben wir schon abgehandelt.
Die Data Breach Notification bedeutet, dass spätestens binnen 72 Stunden der Datenschutzbehörde gemeldet werden sollte, dass irgendeine Datenpanne vorgekommen ist. Diese Meldung ist aber dann nicht durchzuführen, wenn kein hohes Risiko für die Betroffenen besteht. Jetzt muss jedes Unternehmen immer selbst einschätzen, ist ein hohes Risiko mit diesem Datenleck einhergegangen oder nicht. Ja, bleibt jedem Unternehmen selbst überlassen. Wenn es einen Datenschutzbeauftragten gibt, muss der das natürlich selbst beurteilen. Und das Unternehmen, das die Panne hat, sagt gleichzeitig aus, wie hoch das Risiko ist. Genau, ja, nämlich immer im Vorhinein, man darf das nicht erst im Nachhinein evaluieren. Wir kommen dann auch noch zur Datenschutzfolgenabschätzung, das ist eine weitere Verpflichtung von jedem Unternehmen. Artikel 35 DSGVO, was ist eine Datenschutzfolgeabschätzung? Ich sollte, bitte? Ich muss trotzdem ganz kurz. Ja. Der Klassiker meiner Meinung nach ist, Mitarbeiter verliert Handy oder Notebook. Ist das meldepflichtig? Wenn dort Kundendaten drinnen sind, es hängt davon ab, welche Kundendaten dort oder generell welche Daten dort gespeichert sind. In der Regel werden wohl in diesem Handy nicht solche Daten drinnen sein, die jetzt ein hohes Risiko für die Betroffenen beinhaltet. Aber vielleicht. Widerspreche ich insofern, als dass jetzt mittlerweile viele CRM-Systeme auch schon am Handy bedienen. Das sind, und damit habe ich die Kundendaten am Handy. Da greift dann wieder die ganzen technischen Maßnahmen. Mhm. Habe ich die Daten am Handy verschlüsselt? Habe ich ein Handy-Management-System, wo ich das Handy remote löschen kann? Mhm. Wenn ich damit sagen kann, ich habe ein geringes Risiko, dass diese Daten jetzt in falsche Hände kommen, bin ich draußen, brauche ich es nicht melden. Ganz genau. Also Notebooks, ja. Genau. Also das heißt, weder muss ich jetzt den Betroffenen selbst kontaktieren und sagen, ich habe deine Daten verloren, noch muss ich die Datenschutzbehörde informieren. Ja. Darf ich da vielleicht gerne kurz ein Beispiel, das ich gestern mit Christoph auch wieder durchdiskutiert habe, was ich zum Beispiel melden muss, wäre das Hotel in Tirol, das mit dem Krypto-Trojaner sich seine komplette IT verschlüsselt hat. Meine Verschlüsselung ist super, aber ich bin schlecht. Die Aufzeichnung. Ja, das war doch so. Der weiß das sowieso. Also das Szenario war da, ein Mitarbeiter klickt in der E-Mail auf einen Anhang, der Anhang startet den Krypto-Trojaner, das komplette Unternehmen ist verschlüsselt. Brauche ich prinzipiell nicht melden, hat der Christoph gemeint. Aber in dem Fall ist es ein Hotel und auch die ganzen Buchungsdaten und Reservierungen waren damit weg. Das heißt, das Unternehmen konnte seinen Unternehmenszweck nicht mehr erfüllen und es bestand ein Schaden für die Leute, die halt jetzt Hotelzimmer gebucht haben, reserviert haben, weil das konnte jetzt alles nicht mehr abgewickelt werden und damit wäre eine Meldung notwendig. Also da werden wir noch viel Spaß haben mit dem Ganzen. Also es ist jetzt nicht nur der böse Hacker hat mich angegriffen, sondern auch wenn die ITler im Haus Probleme haben. Er ist ein lieber Hacker. Ich bin ein lieber Hacker. Ich habe mich nicht gemacht. Ein Hacker hat mich eingestellt. Und zwar schlicht nicht. Weil so Buchungsdaten sind ja keine persönlichen Daten. Nein, aber ich kann mein Geschäft nicht weiterführen. Und daher muss ich sagen, hallo. Das geht ja leider meine Zimmertüren auf dann. Die Medienmeldung war ja, dass die Gäste ihre Zimmer nicht mehr verlassen konnten und auf der Hotelseite waren die Fotos, wo die Hotelzimmer alle in einer Schnalle hatten, die sind nämlich feuerpolizeilich vorgeschrieben. Aber selbstverständlich sind es personenbezogene Daten. Also wenn du dich in ein Hotel anmeldest, musst du deinen Namen, deinen Wohnsitz und so weiter bekannt geben, deine Kreditkartennummer. Wie viele personenbezogene Daten brauche ich noch? Ich werde jetzt die reine Buchung machen. Wann bin ich in welchem Zimmer? Ja, die Buchung allein war das Problem. Korreliert. Ne? Also der ist Aber ernst, du wolltest noch? Wurde gehackt, klingt einfach viel, viel cooler, als ja, es am Auto angeht. So. Natürlich, ich bin Opfer einer Cyberattacke, klingt besser als ein Mitarbeiter hat schon wieder auf Attachment geklickt, wo er nicht draufklicken hätte sollen. Ja, natürlich. Das heißt, wir nicht. Nein. Wissen wir nicht. Ja. Entschuldigung. Da kommen wir jetzt aber wieder kurz zu der Ausnahme, das muss man dann natürlich noch erwähnen. Ja. Wenn es eben verschlüsselte Daten gibt, ja, die Risikomaßnahmen
einhergegangen sind, dass ich jetzt dieses Datenleck irgendwie doch noch einmal gerade irgendwie abwenden kann, ja, oder ein unverhältnismäßiger Aufwand zu der ganzen Datenschutzmeldung besteht, dann bin ich auch wieder befreit. Das ist Juristendeutsch, die Genau. Verhältnismäßig. Das ist dann natürlich auch eine Frage, was ist verhältnismäßig. Das heißt, wenn es zu mühsam ist, wie ich mich verständigen muss, dann muss ich es nicht. Super cool. Das ist so aufwendig, das man. Ich glaube, ein konkretes Beispiel für das Zuwohneraufwand, das nicht mehr eingestellt ist, aber aktuell ist es ja so, es besteht einfach eine WLAN-Lücke, das ist im Grunde das Äquivalent dazu. Du gehst zum Schloss und sagst, die FM bietet die Schlüssel vom geistlichen Haus mit allen Problemen, ungefähr diese Sache hat. Das heißt, jetzt kann ich das ja natürlich nicht irgendwie beeinflussen, wann irgendein Hersteller zu mir kommt und sagt, bitte sehr, Sicherheitsupdate, sondern muss einfach auf das Wort. Da brauche ich zum Beispiel nichts zu tun in dem Fall, weil es ist halt so. Richtig. Sie müssen ja sich erst einmal bewusst werden, was eigentlich für Daten. Ja, es gibt 200 technische Details. Ja. Nein, wir wollen zu einem Ende kommen. Wenn ich alle anderen Maßnahmen getroffen habe, ja. Ja, genau. Leider. Aber ja. Der Schiffer geht, wenn ich eh nicht kann, darf ich eh nichts tun. Genau, wenn ich tot bin, bin ich tot, dann ist es. Genau. Runtergebrochen, ja. Dann zählt es eh nicht mehr für mich, weil bin ich ja kein lebender Jurist. Was wäre uns? Stimmt, ein Kadaver, ne? Das Einzige, was dich dann noch betrifft, ist die Erbschaftssteuer. Weil die betrifft dich auch, wenn du tot bist. Das ist ein Problem für dich. Aber ich zahle es nicht. So ist es. Ja. Es gibt auch noch die Erbschaftssteuer. Datenschutzfolgenabschätzung. Der Gesetzgeber hätte gerne, dass ich im Vorhinein, nicht erst wenn etwas passiert ist, mir meiner Risiken bewusst bin, welche Daten verarbeite ich. Kommen wir zurück zu diesem kleinen Medizinprodukteunternehmen. Die werden wohl eine Datenschutzfolgeabschätzung jetzt brauchen. Dort sollte hineingeschrieben werden, welche Daten verarbeite ich, warum besteht ein Risiko für die Betroffenen, welche Maßnahmen ergreife ich, wenn irgendetwas passiert. Ja? Gut, Fahrplan können wir, das ist auch alles jetzt too much. Datenschutzrecht geht. Ja, wir haben da jetzt zum Beispiel ein paar kleine Wissenschecks, wo man jetzt das Gelernte auch tatsächlich anwenden kann. Ja, ich lese laut vor, ein Unternehmen hat bestimmte Informationen über seine Kunden in einer Computerdatei gespeichert. In dieser sind Personen nicht durch ihren Namen erkennbar, aber sie enthält eindeutige Kennnummern, die Dokumenten zugeordnet werden können, die in Aktenordnern abgelegt sind und ihren vollständigen Namen und Adressen enthalten. Sind diese Computerdateien personenbezogene Daten, ja oder nein? Korrekt. Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare Person, wo ich die Identität eindeutig durch Einholen weiterer Informationen feststellen kann. War ich da jetzt zu schnell? Weiterer Wissenscheck. Ein Fluggast hat bei der Buchung eines Fluges angegeben, dass er einen Rollstuhl benötigt und koscheres Essen wünscht. Im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Wünsche des Passagiers darf die Fluggesellschaft diese Daten auch dann verwenden, wenn der Fluggast keine besondere Zustimmungsklausel unterzeichnet hat. Ja, selbst wenn es nötig. Richtig, ja, das Flugunternehmen darf diese Daten verarbeiten, weil ein ausdrücklicher Wunsch des Betroffenen, ja, nach einer Dienstleistung oder Ware, auch wenn sensible Daten betroffen sind, einer ausdrücklichen Einwilligung gleichgestellt wird. Grundsätzlich wäre es aber nicht zulässig. Und darüber hinaus, weil es sind sensible Daten. Ja? Weil wir an, dass er grundsätzlich eine Lohnzugehörigkeit hat und das nicht anfangen. Ja. Wer steht das Argument jetzt? Das Gegenargument. Ja. Aber die medizinischen Daten haben sie ja eher aus der Benutzung des Rollstuhls. Ja. Ja. Da haben wir keine Religionszugehörigkeit oder ähnliches genannt, weil es steht, das ist richtig. Das wird sich nicht spielen, oder? Wird sich nicht spielen, ja. Beispiele für personenbezogene Daten, ja oder nein. Die jährliche Beurteilung einer Arbeitsleistung. Ja.
oder das Gehalt einer bestimmten Person oder Position, wo aber viele Mitarbeiter diese Gehälter beziehen. Die Information über eine Personalpolitik eines Unternehmens, eine Liste von Unternehmen, mit denen ich verschiedene Dienstleistungen habe, oder die Aufnahme einer Überwachungskamera in Geschäftsräumen, in denen Mitarbeiter ein Zugangssystem mit Schlüsselkarten verwenden. Aufnahme im Sinne von gespeicherter Videoaufnahme. Also genau. Recording. Ja. Okay. So, bei der Beurteilung einer Person, also Mitarbeiterbeurteilungssysteme, da bin ich sehr wohl bei einem personenbezogenen Datum. Das Gehalt, da kommen wir zu dem Anfangsbeispiel zurück. Das Gehalt ist dann ein personenbezogenes Datum, wenn es nur mit einer Person in Verbindung gebracht werden kann. Unternehmensorgane sind keine personenbezogene Daten, da eine Gesellschaft betroffen ist, keine natürliche Person. Das mit der Überwachungskamera aufgezeichnete Bild ist natürlich ein personenbezogenes Datum. So, das gehen wir auch weiter. Welche besonderen Kategorien personenbezogener Daten gibt es? Also besondere Kategorie ist ein Synonym für sensible Daten. Informationen über eine Fußverletzung, Angaben über eine Person, die Sozialhilfe empfängt, Liste von Patienten, die in einem bestimmten Krankenhaus an Krebs gestorben sind. Ja. Krankenhaus ist keine Person und damit. Genau. Liste mit Gehältern bestimmter Mitarbeiter, Mitgliedschaften in einer Gewerkschaft. Und dann noch Informationen über Teilzeitarbeit aus medizinischen Gründen. Wir haben die Fußverletzung, wir haben die Mitgliedschaft und wir haben die Teilzeitarbeit. Ja? Die anderen, nämlich Sozialhilfeempfänger, nein, ist kein medizinisches Datum. Gestorben gilt auch nicht und die Liste der Gehälter haben wir vorhin gehabt. Ja? Das ist jetzt wahrscheinlich ein juristischer Kniff, aber wo ist der Unterschied zwischen Gehalt und Sozialhilfeempfang? Aus welchem Grund bezieht sie Sozialhilfe? Aber die Tatsache allein, dass sie bezieht, ist nicht sensibel genug. Okay, das ist schon überraschend. Ja? Ist das schon ausjudiziert sozusagen? Oder? Noch nicht in Österreich. Okay. Ja? Also es wird dann natürlich immer Diskussionsbedarf geben. Ja? Also es gibt unzählige Beispiele, ja, wo natürlich das Gericht anderer Meinung sein kann als man selbst. Jetzt wollte ich mal zur Sozialhilfe im Bereich der Unternehmens Unternehmen nicht aufscheinen. Ne? In der HR-Abteilung eventuell, ja. Warum ist die Liste der Gehälter nicht? Weil es hängt wieder davon ab, ja, ob jetzt nur eine Liste von Gehältern selbst ist unzureichend, wenn es mehrere Mitarbeiter betreffen würde. Wenn aber die Gehaltsliste wieder einzelnen Positionen zuordnbar ist, wo ich auch weiß, welche Person das inne hat, dann ist es ja wohl wieder ein sensibles Datum. Genau, richtig. Ja. Richtig. Das Unternehmen X macht eine Datenverarbeitung für ein anderes Unternehmen. X verarbeitet auch die Daten seiner eigenen Beschäftigten. Das Unternehmen X ist jetzt Auftragsverarbeiter oder Verantwortlicher oder beides? Beides, ja. Gut, und dann hier noch ein paar Zitate aus dem Internet. Damit bin ich jetzt auch am Ende. Und eine Frage noch, bitte. Nein, Österreich hat die Öffnungsklauseln allesamt nicht in Anspruch genommen. Das war das Anpassungsgesetz. Da, genau. hätten wir was machen können. Das, danke, Hackerl. War zu viel Aufwand. Warten wir auf die nächste Regierung. Ne? Richtig. Es kann eine Novellierung kommen. Ganz genau. Das heißt, wir sind jetzt nicht strenger als. Nein, es war ein quasi Notgesetz, ja, das man jetzt ganz schnell innerhalb der Umsetzungsfrist angepasst hat. Es gab ein paar Bestimmungen hinsichtlich der Verwaltungsstrafen, die angepasst wurden. Die österreichische Aufsichtsbehörde wurde ein bisschen gestärkt, also die Datenschutzbehörde. Und man hat hier halt Rechte implementiert, dass gewisse Aufsichtsfunktionen erfüllt werden dürfen. Ja. Und man hat gewisse Grundfehler, die
verfassungswidrig sein könnten. Man wird es ausjudizieren, in 3 Jahren haben wir vertragssicher, haben wir Rechtssicherheit auch nicht behoben. Der Input wurde nicht gehört oder wollte nicht gehört worden werden. Wie auch immer, vielleicht zum Abschluss zu diesem Thema. Wir können als Verein nur so gut sein, wie wir auch Input und Unterstützung bekommen. Wir sehen natürlich auch nicht alle Aspekte, gerade bei so einem Thema wie der Datenschutzgrundverordnung, die, wie wir heute aus den Wortmeldungen gehört haben, wehtut. Ja, im kleinen Unternehmensbereich, wenn ich das so auf gut wienerisch sage, der Wahnsinn ist. Ja. Auf der anderen Seite, den notwendigen Schutz der personenbezogenen Daten, der uns ja wirklich jeden Einzelnen als Staatsbürger betrifft. Deswegen auch noch einmal hier die Einladung, bevor wir jetzt gleich auch das Buffet eröffnen. Vielen herzlichen Dank für die sehr, sehr ausführliche rechtliche Darstellung. Ich habe das noch nirgends so ausführlich gesehen gehabt. Super, danke. Ich bin froh, dass keiner eingeschlafen ist. Ein paar sind gegangen, aber die verpassen das Buffet, das ist somit eröffnet. Wir sind nachher da, wir können gerne weiter diskutieren, aber es war schade, wenn das alles verkommt. Zugreifen, Prost. Und damit ist es nicht so trocken ist, gibt es ein bisschen an Wein und ein Bier etc. Darf ich dir noch ganz kurz deinen Event zeigen? Ja, bitte. Wie ist das mit der Aufnahme? Haben wir da alle zugestimmt und ich will das haben wir zugestimmt, weil auf der Webseite von der Digital Society explizit steht, es werden Aufnahmen gemacht und ihr Besuch stimmt zu. Und noch haben wir das Datenschutzgesetz 2000. Ah ja. Wow.